So, dann schönen guten Morgen, guten Appetit. Pressearbeit der Fraktion im Landtag NRW. Kurz zu mir, ich bin der Pressesprecher, bin der Ingo, auf Twitter als Happy Leaf bekannt. Als der Toso zu mir kam und sagte, mach mal was über die Pressearbeit, habe ich mich hingesetzt und überlegt, was könntet ihr wissen wollen. Wenn ich das getroffen habe, freuen wir uns. Wenn nicht, bitte meldet euch und sagt, wir haben ganz andere Fragen. Ich bin da ganz flexibel und wir können über alles reden. Meine zwei Punkte, wo ich denke, dass es interessant sein könnte, wäre einmal die Instrumente der Fraktionspressestelle vorzustellen. Weniger mit dem Anspruch, dass wir jetzt sagen, was wir alles Geiles machen, sondern eher euch vielleicht Tipps zu geben, wo ihr sagt, das könnten wir vielleicht vor Ort auch adaptieren, machen oder an die lokalen Gegebenheiten anpassen. Und das Zweite wäre die Frage, wie können wir zusammenarbeiten? Es gibt ja schon einen regen Austausch zwischen, guten Morgen, zwischen Bund und dem Landesverband, aber halt eben noch nicht wirklich zwischen der kommunalen Ebene und uns, der Pressestelle. Und deswegen, vielleicht können wir da im zweiten Teil brainstormen, wie wir da besser zusammenarbeiten können. Guten Morgen. Wir haben ja heute Nachmittag noch einen Slot auf der Agenda Pressearbeit auf kommunaler Ebene mit der Julia Seliger aus Bonn. Wir haben uns im Vorfeld kurz zusammengeschlossen, überlegt, wie wir uns aufteilen, sodass wir uns auch jetzt nicht doppeln und ihr jetzt nicht heute Morgen das gleiche hört wie heute Nachmittag. Die Julia wird den Schwerpunkt legen auf so-called Schreibwerkstatt, also was muss ich wissen, um eine Pressemitteilung zu schreiben, welche No-Gos gibt es da und welche Dinge sollte man auf jeden Fall beachten. Das heißt, da ist auch eher so der klassische Workshop, da könnt ihr Texte schreiben, die dann von der Julia redigiert werden und da könnt ihr also da durchgehen. Und das Zweite ist halt eben, in Ergänzung zu dem, was wir auf Landesebene machen, wird sie halt eben erzählen, was man auf kommunaler Ebene auf keinen Fall vergessen sollte. Das sind so die Schwerpunkte von der Julia. Und ansonsten, wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Dinge habt oder Fragen habt, die ihr schon immer mal stellen wolltet, nur her damit. Und solange ich keine Einwände höre, fange ich einfach an mit den Instrumenten der Pressestelle. Wir sind, vielleicht ganz kurz vom Personal her, zu 3,5. Das ist einmal der Jaroslav, der für Video und Audio zuständig ist, der auch das Livestreaming macht und die ganzen Videoclips. Dann der Jens, unser Pressereferent, der sich überwiegend um alles, was mit Internet zu tun hat, kümmert, also Twitter, Facebook, Blog und solche Geschichten. Und ich kümmere mich halt eben um die klassischen Medien, Hörfunk, Print, Hörfunk, Print und Fernsehen und da die Kontaktpflege zu den Journalisten und dieses Interviewmanagement und auch Krisenmanagement. Und dann haben wir noch eine halbe Stelle, eine studentische Hilfskraft, die uns gelegentlich aushilft mit 20 Stunden im Monat, die vor allen Dingen bei den Plenartagen in Anspruch genommen wird, weil wir da halt eben als Hauptwettkampftage besonders viel zu tun haben. Ja, und wir 3,5 Menschen haben folgende Ziele und Aufgaben. Also klar, einmal das Informationsmanagement, die ganzen Interviewanfragen zu beantworten, die von den Journalisten an uns herangetragen werden, aber auch die proaktive Interaktion mit den Journalisten. Ich lege einen sehr großen Schwerpunkt darauf, immer wieder im persönlichen Kontakt mit den Journalisten zu sein. Gut, jetzt ist im Landtag zum Glück die Situation so, dass von den 170 akkreditierten Journalisten für den Landtag, ich sag mal so 40 bis 60 regelmäßig fast täglich im Landtag sind. Die haben einen eigenen Bürotrakt, sodass man da einfach mal über die Flure schlendern kann und einen Kaffee trinken kann und im persönlichen Gespräch schon sehr, sehr viele Dinge abklären kann. Dann haben wir natürlich, was auch zur Pressearbeit gehört, respektive zur Öffentlichkeitsarbeit, die ganzen Webaktivitäten, Social Media, Blogs, Video, Audios, Fotos und, wie ich eben schon eingangs sagte, die Abstimmung zwischen dem Bund, dem LV und dann künftig den Kommunalpiraten, wie ich sie jetzt hier mal genannt habe. Bund hat ja die Servicegruppe Presse, die sich um die klassische Pressearbeit kümmern und halt eben auch die Servicegruppe Social Media, die sich um Facebook- und Twitter-Auftritte kümmern. Da gibt es von uns einen wöchentlichen Fraktionsbericht, den wir montags immer erstellen.
der so die nächsten 5, 6, 7 Tage kurz zusammenfasst mit den Terminen, die im Landtag stattfinden oder mit den Themen, die wir aktiv platzieren wollen. Sofern ich sie am Montagmorgen schon weiß, schreibe ich sie dann da rein und schicke sie dann halt eben an diese Mailinglisten, sodass die entsprechenden Gruppen halt eben wissen, was wir im Landtag vorhaben. Aber halt eben auch schon sich, wenn sie das ein oder andere Thema interessant finden, sich zu Wort melden können nach dem Motto, hey, lass uns da doch einen gemeinsamen Blogartikel machen oder eine gemeinsame Pressemitteilung. Und wenn man das montags schon weiß, dass man Mittwoch sowas rausgeben will, kann man mindestens den Dienstag dafür nutzen, um das gemeinschaftlich dann vorzubereiten, was in der Vergangenheit schon öfters gemacht wurde und auch mit großem Erfolg. Also von daher, wenn ihr da eine entsprechende Mailingliste für die Presseleute unter euch haben wollt, initiiert, gerne, können wir uns dann auf dieser Ebene auch austauschen. Die große Frage, ja, wie kommen denn jetzt eigentlich so Zeitungsartikel oder Fernseh- und Hörfunkartikel zustande? Würde ich sagen, gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Das eine ist, wir finden ein Thema total spektakulär und geben uns große Mühe, dass das in die Zeitungen oder in die Medien reinkommt. Ist allerdings erfahrungsgemäß jetzt rückblickend auf die 3 Jahre verdammt schwer. Weil selbst wenn wir Piraten von einem Thema total fasziniert sind, heißt das noch lange nicht, dass die Journalisten das spannend finden. Und man kann dann halt eben Pressemitteilungen zu diesem Artikel schreiben oder zu diesem Thema, aber da hat man eine sehr, sehr hohe Ausschlussquote. Was da allerdings sich als erfolgreich erwiesen hat, ist, über den persönlichen Kontakt zu gehen. Nicht eine PM an alle 700 Medien schreiben, sondern wirklich den einzelnen Journalisten, mit dem man vielleicht schon mal über dieses Thema gesprochen hat, anzurufen oder anzusprechen, zu sagen, Mensch, wir hatten doch letzte Monat schon mal über Open Data gesprochen, ich hätte jetzt hier einen aktuellen Anlass, wäre das nicht was für dich? Oder aber in den Pressespiegel nachzuschauen, wer hat denn schon mal über Thema XY berichtet, sodass man denen dann anrufen kann, da war doch mal neulich von Ihnen der Artikel, wir hätten jetzt einen Weiterdreh. Und das ist dann erfolgreicher als einfach die 798. Pressemitteilung zu dem Thema rauszuschicken. Die Regel ist allerdings, so hat zumindest die Erfahrung gezeigt, Statements zu aktuellen Themen, die sowieso da sind. Also wenn der Journalist an einem Thema sitzt, weil heute vielleicht irgendeine andere Fraktion oder irgendein anderer eine Pressekonferenz gegeben hat, wenn man da den richtigen Zeitpunkt abwartet bzw. abpasst und dann sich dazu äußert, hat man eigentlich eine ganz gute Chance, in den sowieso existierenden Artikel wenigstens noch hinten reinzukommen mit einem Abbinder und die Piraten meinen das und das dazu. Damit haben wir zumindest auf Landtagsebene sehr großen Erfolg. Hat allerdings auch zur Notwendigkeit, dass es kurze, knappe Statements sind, die man rausgibt und zum richtigen Zeitpunkt. Also wenn der Artikel heute in der Zeitung stand, dann zu sagen, ach, wir hätten auch noch eine Meinung zu dem Thema, ist garantiert zu spät, weil der Artikel existiert ja schon in der Zeitung. Wenn man aber mitbekommt, die Journalisten sitzen gerade an diesem Artikel dran für die morgige Zeitung und es ist gerade erst 12.30 Uhr, dann sollte man bis 12.45 Uhr so ein Statement rausgegeben haben. Und dann hat man die Chance, halt eben da wenigstens noch kurz zitiert zu werden. Wir haben uns damals vor 3 Jahren hingesetzt, als wir in die leeren Büros in den Landtag eingezogen sind und haben uns überlegt, wie wollen wir eigentlich kommunizieren? Jetzt gar nicht mal technisch, ob jetzt über Twitter oder Instagram, sondern inhaltlich. Wann sagen wir was und wie sagen wir es? Und das sind so die Spiegelstriche, die im Laufe der Zeit entstanden sind. Die erste Prämisse ist, man muss nicht immer zu allem irgendwas sagen. Und wenn man was sagt, sollte man nicht nur bashen, sondern etwas Konstruktives zu sagen haben. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass die anderen Fraktionen in der Opposition im Landtag, vor allen Dingen die CDU, sehr schnell dabei sind, den Zeigefinger auszustrecken und sagen, ihr seid die Bösen. Das sehen wir in fast jeder Pressemitteilung und in fast jedem Plenar, in jeder Plenarsitzung, dass die sagen, ja, aber ihr habt die Fehler gemacht und wir in unserer Regierungszeit waren die Guten. Da haben wir uns ganz bewusst zu entschieden, zu sagen, das wollen wir nicht. Wenn, dann sind wir das mit den Inhalten, wir das mit den Fragen. Und das soll sich halt eben auch in der Pressearbeit widerspiegeln. Und deswegen zeige ich euch gleich eine Statistik, wie viele Pressemitteilungen die einzelnen 5 Fraktionen im Landtag so rausschicken. Und das wird sich auch da widerspiegeln. Es gibt viele Kommunikationsmittel und es muss nicht immer nur die PM sein. Es ist ein Mythos, der sich auch bei uns im Landtag hartnäckig hält. Ich habe eine Meinung, wir müssen eine PM schreiben.
Die Diskussion führe ich fast jeden zweiten Tag, wenn nicht sogar noch häufiger, wo ich sage, total spannend, aber keine PM. Das kann ein guter Blogartikel sein, das muss aber keine Pressemitteilung sein. Das kann aber auch manchmal nur 140 Zeichen für Twitter sein, die dann eine sehr, sehr hohe Retweet-Funktion haben oder Retweet-Ergebnis haben. Aber nicht alles, was wir spannend finden, interessiert auch den Journalisten. Und da halt eben abzuwägen, zwischen wann benutze ich das passende Kommunikationsmittel, ist enorm wichtig. Und gut geplant ist halb gewonnen. Wie gesagt, wenn ich montags schon weiß, dass ich mich mittwochs zu einem Thema äußern will, kann ich mindestens den Dienstag dafür nutzen, das vorzubereiten. Persönlicher Kontakt zum Journalisten, habe ich eben schon gesagt, halte ich für unerlässlich. Und wenn ihr auf kommunaler Ebene jetzt mit der Lokalredaktion der ortsansässigen Zeitung zu tun habt, sind das vielleicht nachher 2 oder 3 oder maximal 4 Redakteure. Aber diese 4 solltet ihr kennen. Im Zweifelsfalle anrufen und sagen, guten Tag, ich bin der Neue im Rathaus. Ich würde jetzt gerne mal die Leute kennenlernen. Das muss aber auch jetzt gar nicht, wenn jetzt nicht alle nur Rathausvertreter sind, sondern einfach mandatslose Piraten aus den Orten. Auch da kann man sagen, wir sind die Ortsgruppe von den Piraten, wir würden gerne mit Ihnen mal über folgendes Thema sprechen. Ja, Tendenzen feststellen, direkt darauf reagieren, ist das, was ich eben sagte, den richtigen Zeitpunkt von einem Statement abwarten und wissen, wann der Journalist über ein Thema spricht. Und Relevanzcheck, ist das Thema nur für uns wichtig oder interessiert es auch den Leser und den Journalisten? Es gibt da 6 Nachrichtenfaktoren, das wird die Julia heute Nachmittag auch nochmal intensiver behandeln. 6 Nachrichtenfaktoren, die darüber entscheiden, ob ein Artikel wichtig ist. Sex, Crime, also alles, was mit Blut zu tun hat, Geld, Kinder, Tiere und Sport. So. Alles, was da nicht reinpasst, wird der Journalist wahrscheinlich sagen, interessiert keinen. Und wenn ihr euch den Spaß macht, mal die Bild-Zeitung anzugucken, die Titelseite der vergangenen 30 Jahre, ihr werdet, garantiere ich euch, auf jeder Titelseite der Bild-Zeitung den Aufmachertitel einer dieser 6 Kategorien zuordnen können. So, und von daher... Kann ja auch kein Kriterium sein, oder? Bild-Zeitung ist ein... Also, auch darüber kann man lange philosophieren, mehr als wir Zeit haben. Also Punkt 1, bei dieser Aussage mit den Nachrichtenfaktoren war jetzt die Bild-Zeitung ein Synonym für alle Medien, weil der WDR arbeitet auch nach diesen Kriterien. Die Süddeutsche tut es im Übrigen auch. Vielleicht kommt da noch die Wirtschaft mit rein, aber Geld hatten wir ja schon vorne. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, auch die Diskussion führen wir in der Landtagsfraktion regelmäßig. Die Bild-Zeitung können wir blöd finden. Können wir. Das ist unser gutes Recht. Aber sie sind dummerweise nun mal die auflagenstärkste Zeitung Deutschlands. Meinungsmacher. So, die sind Meinungsmacher, ja. Und sie sind, naja, ich sag mal, wenn die Bild-Zeitung heute darüber berichtet, werden alle anderen Zeitungen morgen darüber berichten. So, das können wir blöd finden. Aber wenn wir Pressearbeit machen wollen, können wir um diese Bild-Zeitung nicht drumherum. Presse ist eine Hure, die muss man doch auch nicht bedienen. Das möchte ich jetzt so nicht weiter kommentieren. Spezialisierte Presseverteiler. Wir haben in der Landtagsfraktion 49 Presseverteiler. Einen ganz großen. Das sind die 172 für den Landtag akkreditierten Journalisten. Dann einen noch viel größeren, nämlich den, der auch öffentlich zugänglich ist auf unserer Internetseite, wo sich jeder interessierte Bürger eintragen kann. Da sind aktuell 780, glaube ich, drin. Und dann noch ganz viele lokale Presseverteiler für die einzelnen Wahlkreise, wo die Lokalredaktionen drin sind, sodass wir in der Landtagsredaktion in der Lage sind, wenn es jetzt ein Thema ist, was nur Düsseldorf interessiert, weil wir da gerade über die große Rheinbrücke sprechen, die aber nur in Düsseldorf steht, dann können wir halt eben nur an die Düsseldorfer Lokalredaktionen das schreiben. Und das für alle Wahlkreise haben wir mal hoch recherchiert. Und insofern kommen wir halt eben auf knapp 50 Listen, wo wir dann für jede einzelne PM entscheiden können, wo schicken wir es hin. Wir haben auch spezialisierte Verteiler Cannabis, wir haben spezialisierte Verteiler Sport, wir haben Kultur. Ja. Schickt ihr PMs von den einzelnen MDL jeweils für die Wahlkreise raus? Also wenn jetzt zum Beispiel Frank Herrmann irgendwas schreibt, dass das dann in Düsseldorf in den Lokalpresse geht? Können wir.
Punkt. Nein. Weil ich habe das mal angeregt und die anderen haben das auch, und das hilft den kommunalen Piraten, weil die nämlich eine Presseerwähnung haben und dann auf diese Pressemitteilung angesprochen werden. Also wir verstehen uns da als, ich sag mal, Dienstleistungsabteilung in der Fraktion. Wenn ein Abgeordneter zu uns kommt und sagt, könnt ihr mal helfen, habt ihr die Adressen, könnt ihr das rausschicken? Ja, natürlich machen wir das. Ja. So. Aber das ist jetzt nicht ein Ziel von der Pressestelle der Fraktion, für einzelne MDL in den Wahlkreisen die Pressearbeit zu machen. Kann ich das beim Vorstand machen? Können wir gerne noch mal in Ruhe drüber reden. Die Abgeordneten sind in der Lage, das auch selber zu machen bei uns. Ich sehe so ein bisschen das Ressourcenproblem, weil wenn wir jetzt anfangen, für 19 Abgeordnete auch noch in den Wahlkreisen aktiv zu sein, müssen wir gucken. Ich meine nur, dass die Verteiler halt auch bespielt werden zusätzlich. Das ist ja ganz ehrlich schon eingegangen. So, die Pressemitteilungen. Hatte ich eben schon gesagt, zwar nicht das Allheilmittel für alle Themen, aber zumindest, auch wenn sie in der Kommunikation wohl eher die 1.0-Variante sind, sind sie extrem wichtig, weil die klassischen Medien, die arbeiten nun mal so. Das ist die Statistik, von der ich eben sprach, von allen 5 Fraktionen. Die CDU führt die Tabelle an mit knapp 300 innerhalb von einem Jahr. Ich habe jetzt mal den März bis Februar erhoben. CDU mit 300, FDP mit 200, SPD mit 200, wir mit 190 und die Grünen mit 80. CDU und FDP, also vor allen Dingen die CDU führt die Tabelle an, weil sie halt eben wirklich ständig draufhaut und ständig basht. Und Frau Kraft kann nicht irgendwo einen öffentlichen Termin haben, ohne dass die CDU nachher eine Meinung dazu hat und einfach nur sagt, sie hatte ein falsches Kleid an. Da haben wir, wie gesagt, gesagt, das machen wir ganz bewusst nicht. Die Grünen sagen, wir sind in der Regierung, also brauchen wir keine Pressearbeit. Auch eine Philosophie. Und von daher finde ich unseren Schnitt mit 190 pro Jahr ganz okay. Das sind pro Monat, wenn man das mal runterrechnet auf die Werktage, 16 PMs pro Monat. Also 0,8 pro Tag. Wir kommen aus einer Zeit, da hatten wir 1,9, 2,0, 2,1 pro Tag. Das fand ich persönlich ein bisschen zu viel. Das haben ja auch die Journalisten wiedergespiegelt, die gesagt hatten, sag mal, so viel, also selbst wenn ihr nur interessante Themen hätten, so viel Platz in der Zeitung habe ich gar nicht, um alle eure Pressemitteilungen unterzukriegen. Und bevor es da also Spam-Verdacht gab bei uns, haben wir gesagt, wir wollen das ganz bewusst reduzieren und mehr auf Qualität achten als auf Quantität. Und deswegen finde ich die 188 völlig okay. Jetzt die Gretchenfrage, was kommt dabei rum? Natürlich kann man jetzt nicht sagen, auf jede Pressemitteilung kommt ein Zeitungsartikel. Aber wenn man mal anguckt, wie viele Zeitungsartikel und Onlineartikel die Fraktion jetzt in dem vergangenen Jahr dann generiert hat, sind das 1350. Fernsehen und Hörfunk ist da nicht mit drin. Das sind also 113 Zeitungsartikel und Onlineartikel, die wir pro Monat generieren. Nicht nur mit den Pressemitteilungen. Wie bitte? Fernsehen und Hörfunk. Sondern wirklich nur Artikel in Print und Online. Von der Fraktion jetzt? Das ist Fraktion, genau. Das ist Fraktion. Kriterium ist, es müssen zwei Dinge passieren, Piraten und Landtag. Das muss drin vorkommen und dann zählt das da halt eben rein und das sind jetzt die entsprechenden Artikel. Ich habe leider keine Vergleichswerte zu den anderen Fraktionen, aber ich finde 113 Artikel pro Monat dafür, dass sich auch bei uns hartnäckig das Gerücht hält, die anderen ignorieren uns und die Zeitungen berichten ja nicht über uns, finde ich also 113 Artikel pro Monat. 4 im Schnitt pro Werktag, gar nicht so schlecht. Gibt es dazu eigentlich irgendeine Auflistung bei euch irgendwie, damit ihr selber nachhalten könnt, wo ihr alle abgebildet worden seid dann? Und kann man irgendwie online stellen? Weil das Problem ist wirklich die subjektive Wahrnehmung. Ja? Also es kommt tatsächlich der Verdacht von den Piraten in der Fraktion, im Landtag fragt man gar nichts. Hängt ja immer davon ab, welche Zeitung man jetzt gerade standardmäßig liest, wenn man im Ruhrgebiet hauptsächlich die Watz liest, dann ist er vielleicht nicht so viel drin, ist eher ein bisschen SPD geprägt, ja, so ein bisschen, so leicht. Dann kriegt man da in der Tat nichts mehr mit und von daher wäre es vielleicht auch mal ganz nett, irgendwie, wenn man dann auf kommunaler Ebene mal sagt, wieder heißt, hey, man hört ja von der Landtagsfraktion nichts, und dass man dann wenigstens sagen könnte, gehen Sie mal auf die Seite da und da, da gibt es einen Link, wo man dann wieder gespiegelt wird, wo alle in der Presse waren. Ja und nein.
Ja, wir haben auf unserer Internetseite die Rubrik Nachrichtenübersicht. Da listen wir alle Online-Artikel auf, das, automatisch. Das ist ein Yahoo-Filter dahinter. Die ganzen Printartikel, nein. Ja, haben wir, dürfen wir aber nicht. Ist eine Urhebersache. Wir arbeiten mit der PMG zusammen, also pressemonitor.de. Das ist ein Zusammenschluss von fast allen Zeitungsverlagen in ganz Deutschland. Und die Zeitungsverlage stellen morgens oder bis morgens um 7 jeden Tag alle ihre Zeitungsartikel, die sie schreiben, online in diese Datenbank. Und ab da können wir darauf zugreifen, mit einem Filter drüber gehen und uns alle Zeitungen ganz Deutschland anzeigen lassen, wo unser Filter zugetroffen hat. Piraten, Landtag und so. Und die Artikel, die wir dort herunterladen und kaufen mit 3 bis 5 Euro pro Artikel, müssen wir selber innerhalb von 30 Tagen wieder löschen. Das ist vertraglich so vereinbart. Es gibt nur, und wir dürfen das auch nur 70 Leuten zur Verfügung stellen, nämlich den Mitarbeitern und MDL der Fraktion. Und es gibt eine Person, das bin ich, die das ein Jahr lang recherchieren darf oder speichern darf, aber auch ich bin verpflichtet, nach einem Jahr das wieder zu löschen. So, und in diesem Vertragskonstrukt, der nun mal in der Presselandschaft so herrscht, schließt es sich logischerweise dann aus, dass wir es mehr als 70 Leuten und schon online und auf Ewigkeit archivierbar zur Verfügung stellen. Dürfen wir leider nicht. 3 bis 5 Euro pro Artikel für eine Zeitung, die 50 Cent kostet oder 10 Artikel. Ja, aber dafür hast du auch das Hamburger Morgenblatt. Das ist halt dann der Service, den du damit zahlst. Wobei Hamburger Morgenblatt relativ selten über uns berichtet, aber man gibt ja die Hoffnung nicht auf. So, was machen wir noch? Web 2.0. Logisch, wir sind auf Twitter mit 20 Piraten. Wir haben den Sub-Account, nenne ich ihn liebevoll Grasperin, für unsere Kampagne, die sich mit der Legalisierung von Cannabis beschäftigt. Wir sind auf Facebook, Piratenfraktion NRW. Wir sind auf Google+ und wir sind auf YouTube. Die anderen Kanäle haben wir uns ganz bewusst dagegen entschlossen, nicht weil wir Instagram oder Identica blöd finden, sondern damals einfach sagten, wir müssen bei den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen uns konzentrieren und bevor wir auf 10 Portalen nur ein bisschen sind, machen wir lieber die hier, aber dann auch vernünftig. Gibt es dazu Reichweitenstatistiken? Habe ich jetzt nicht. Ja, habe aber jetzt nicht dabei. Also im Zweifelsfalle bei Twitter den Account angucken. Ich glaube, wir haben 5000 Follower, irgendwie sowas. Twitter geht es ja, wobei da kriegt man ja auch noch diese, gibt es ja auch solche Dinge, deine Tweets haben im Durchschnitt so und so viele 1000 Leute erreicht oder sowas, wenn irgendwie Retweets und sowas, aber vor allem eben Facebook und YouTube hätte mich jetzt interessiert. Kann ich aber noch nachreichen. Also ich weiß halt aus Erfahrung, dass du mit Social Media nicht die Reichweite hast, wie mit der traditionellen Presse. Ja, aber das... Landesverband kannst du gar nicht messen. Das liegt bei 60 zu 30. Also ich glaube, also Paki hat recht in dem, was er sagt. Wobei ich glaube, dass die Zielgruppen halt eben ganz andere sind. Und von daher musst du beides bespielen, um die gesamte Bürgerschaft zu erreichen. Wenn ich mir die heute 18-Jährigen angucke, ich glaube, die hatten schon seit zig Jahren keine Zeitung mehr in der Hand. Aber wenn ich mir meinen Vater angucke... Wie bitte? Okay, pauschales Vorurteil. Aber ich glaube, es ist tatsächlich eine Generationenfrage. Also wenn ich mir die Zeitungsabonnenten angucke und da Statistiken von Neven Dumont jetzt im Kölner Stadtanzeiger beispielsweise, ist ganz klar, der Altersdurchschnitt von den Abonnenten vom Kölner Stadtanzeiger liegt bei 56 Jahren. So. Sicherlich auch eine wichtige Zielgruppe, die wir als Piraten nicht außer Acht lassen dürfen. Aber auf der anderen Seite, wenn wir halt eben die Jugendlichen und Heranwachsenden und jung gebliebenen erreichen wollen, müssen wir logischerweise auf Twitter aktiv sein. So, und wir haben unseren Fraktionsblog, der politische Inhalte logischerweise enthält, unsere ganzen parlamentarischen Initiativen, egal ob es kleine oder große Anfragen, Entschließungsanträge und so, eine ganze Kladderadatsch ist da natürlich archiviert. Dann alle unsere Videos, Audios, Fotos, Pressemitteilungen und Protokolle sind dort archiviert. Open-Antrag-Zugang und logischerweise auch die Kontaktdetails von allen MDL, den Mitarbeitern und auch der Pressestelle. Sie da geplant, noch vor der 2017er Wahl einen Relaunch? Würde ich gerne. Ja.
Also wir sind. Also wir sind in, jeweils in den sitzungsfreien Zeiten immer dabei, so ein bisschen Staub zu wischen und mal hier und da anzuhübschen. Beispielsweise hatte uns in der Vergangenheit gestört, dass die Eingangsseite von unserer Seite sehr textlastig ist. Und du ganz tief runterscrollen kannst und noch mehr Text findest und noch mehr Text und noch mehr Text. Und wie gesagt hatten, wir wollen mehr auf Bewegtbilder und mehr auf Fotos setzen, die wir ja haben, nur an anderer Stelle. Also wollen wir die stärker auf die Startseite einbinden. Und bevor wir da jetzt groß erstmal mit Umstrukturieren und Umprogrammieren gehen angefangen haben, wollten wir jetzt erstmal die ganzen Fotos in die Artikel einpflegen und mit größeren Fotos arbeiten. Bisher hatten wir nur so ganz kleine Miniaturausgaben von den Fotos. Da wollen wir also mit mehr größeren Fotos und so arbeiten. Einigen, die ich auch auf der Landesseite einbauen will, und zwar so eine Art Umfrage, also so ein Voting-Tool. Das fände ich ganz schön, dass wir da ein bisschen Feedback bekommen und den Leuten auch das Gefühl geben, dass uns die Meinung interessiert. Ja. So wie bei der Bild Wutlachen oder was? Genau, bei der Bild, wenn man eine Frau daneben wutlacht, ja, gleich. Es gibt ganz viele persönliche Blogs von unseren Abgeordneten. Wir hatten damals am Anfang auch überlegt gehabt, ob die alle nur auf dem Fraktionsblog bloggen sollen. Wir haben uns damals dagegen entschieden, ganz bewusst, weil dann doch der ein oder andere MDL vielleicht sich genötigt sieht, die Fraktionsmeinung wiederzugeben. Und das ist ja bei uns das höchste Gut, dass jeder denken kann, was er will und auch schreiben kann, was er will. Und von daher haben wir uns dazu entschieden, dass jeder Abgeordnete seinen persönlichen Blog hat, aber alle neuesten Blogartikel bei uns auf der Startseite zusammengefasst werden, sodass sie halt eben über unsere Fraktionsseite gefunden werden können. Das funktioniert automatisch per RSS-Feed. Und wenn man dann anklickt, landet man aber auf dem persönlichen Blog. Aber die Fraktion bloggt auch zu aktuellen Themen, wenn es halt eben für die Fraktion von Relevanz ist. Dann wären wir natürlich nicht die Piraten, wenn wir nicht unsere Sitzungen auch streamen würden. Dienstags die 10 Uhr Fraktionssitzung, jeden Dienstag außerhalb der sitzungsfreien Zeiten, wird logischerweise gestreamt und auch öffentlich protokolliert. Montags die Vorstandssitzung wird nicht gestreamt, aber protokolliert logisch. Alle zwei Wochen donnerstags haben wir unser Themen-Mumble, komme ich gleich nochmal detaillierter. Und freitags anderthalb Wochen vor Plenartagen, 19 Uhr, unser Antrags-Mumble. Erzähle ich gleich auch nochmal ein bisschen was dazu. Und klar, alle Mitschnitte werden archiviert. Das Themen-Mumble ist quasi unser virtueller Stammtisch, wo wir uns mit euch, mit den Basispiraten TM treffen und Themen besprechen, die wir im Landtag auf der Agenda haben, wo wir auf der einen Seite entweder Input haben wollen, haben brauchen oder einfach mal die Meinung abfragen wollen. Wir geben immer ein Thema vor, was ungefähr eine Stunde lang diskutiert wird und dann anschließend noch ein Open Mic quasi, wo jeder einfach mal jedes Thema ansprechen kann, was ihm gerade unter den Fingernägeln brennt. Immer vor der Sitzung des Landesvorstands um 19 Uhr und damit alle zwei Wochen. Und Antragsmumble, alle Anträge, die wir für die Plenarsitzungen, die anstehen, vorbereitet haben. Ja. Kannst du nochmal eine Folie zurückgehen? Was sich noch nicht so rumgesprochen hat. Wir haben in der Vorstandssitzung selber auch nochmal einen Slot von einem MDL, der erzählt, was gerade so in der Fraktion passiert. Also so eine Art persönliche Einschätzung. Das machen manchmal die Moni, manchmal der Grumpy. Also wechseln sich da so ein bisschen ab. Das kannst du da eigentlich gut mit reinnehmen, weil das ist dann um 8:30, 9 Uhr ungefähr. Also wenn halt die Vorstandssitzung angefangen hat, dann ist es so eine Viertelstunde ungefähr. Aber das ist meistens für die Leute, die es nicht schaffen, um 7, weil sie von der Arbeit noch nicht zu Hause sind, immer ganz interessant ist, hier nochmal so eine Zusammenfassung bekommen, von dem, was so gelaufen ist. Und der virtuelle Stammtisch oder diese Themen-Mumble-Sitzung ist sehr erfolgreich, kommen einige dahin. Und sowas würde ich euch auch wärmstens ans Herz legen, weil es mit wenig Aufwand doch sehr effektiv sein kann. Gebt einfach ein Thema vor, schreibt auf die NRW-Mailingliste, da und da treffen wir uns und diskutieren über dieses Thema und die Interessierten werden kommen und sind ganz dankbar, dass sie entweder gefragt werden oder halt eben die Möglichkeit haben, noch mehr Infos zu einem Thema zu bekommen. Und wenn ihr euch
vor Ort vielleicht unsicher seid, wie gehe ich das Thema am besten an, wie kann ich da argumentieren, wie ist der rote Leitfaden von meinem Antrag, den ich mal rathaus einbringen will, diskutiert es da, kann ich euch dringend nur empfehlen. Wir waren am Anfang ein bisschen skeptisch nach dem Motto, lohnt sich das denn der Aufwand und abends 19 Uhr, da haben wir ja eh andere Sachen. Gut, das ist jetzt bei den Hauptamtlichen vielleicht nochmal was anderes als bei den Ehrenamtlern, die sowieso in den Abendstunden arbeiten. Aber ich kann nur sagen, das lohnt sich. Antragsmammelsitzungen genauso, auch da haben wir immer viele Zuschauer oder Teilnehmer in der Sitzung, wo wir unsere Anträge, die wir für die Plenartage vorbereitet haben, diskutieren. Und zwar nicht nur vorstellen und sagen, so, das haben wir jetzt gemacht, tschö, sondern wirklich auch inhaltlich diskutieren. Und schon einige Male, schon ganz oft, sind Anträge anders rausgekommen, als sie vorher reingegangen sind. Und da legen auch unsere Abgeordneten viel Wert auf die Meinung von euch. Also immer anderthalb Wochen vor Plenartagen, leider sehr unregelmäßig dadurch, weil die Plenartage halt eben auch im Monat verteilt sind, wie die Präsidentin das damals für richtig hielt. Aber wer weiß, wann die Plenartage sind, weiß, wann wir die einreichen. Zu den Plenartagen machen wir eine Übersicht. Wir hatten ganz am Anfang mal zu jedem Tagesordnungspunkt oder zu jedem Antrag eine eigene Pressemitteilung rausgeschickt. Und als wir dann 18 Pressemitteilungen an zwei Tagen rausgeschickt hatten, haben wir gesagt, jetzt ziehen wir mal die Notbremse, weil das ist definitiv zu viel. Wir haben aber dummerweise so viele Anträge, also mussten wir uns irgendwas überlegen. So, und da schicken wir jetzt im Vorfeld von den Plenartagen eine Zusammenfassung raus. Das ist immer dienstags mittags, wo wir alle unsere Anträge ganz kurz zusammenfassen, wie so ein Anreißertext in der Zeitung. Und der an dem Thema interessiert ist, findet dann über den weiterführenden Link halt eben den ganzen Antrag und kann sich dann das alles durchlesen. Hilft den Journalisten elementar, sich einen Überblick zu verschaffen. Weil kein Journalist kann sich, wenn die Plenartage dauern 3 Tage mit 50 Tagesordnungspunkte oder noch mehr, da kann sich kein Journalist hinsetzen und alle 50 Anträge durchlesen. Und logischerweise wird er das von den regierungstragenden Fraktionen machen. Aber bis er bei der 5. und kleinsten Oppositionsfraktion dann angekommen ist, sind die Plenartage auch schon wieder rum. Also haben wir gesagt gehabt, wir müssen es den Journalisten quasi vorkauen und in kleine Häppchen schneiden. Und deswegen schreiben wir diese Zusammenfassungen. Und am Tag des Plenums selber schicken wir das Ganze nochmal raus. Dann allerdings ergänzt um aktuelle Statements aus den Reden. So, logischerweise betreuen wir auch die, ja? Wie gestaltet sich das denn? Die Betreuung der Presse, ist einer von den Mitarbeitern immer dabei oder habt ihr noch Leute extra da sitzen, die Anschriften machen oder machen das die MDLs selber, dass sie euch das zur Verfügung stellen? Die Frage habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Die Betreuung während der Plenartage, oder? Also Statements etc. Also erwartet ihr von den MDLs, dass sie euch die Sachen zuschustern oder zutragen oder macht ihr das als Mitarbeiter selber? Müsst ihr da hin und hinterher? Also ich frage, weil ich selber habe das mit meinen Ratsherren natürlich auch, dass ich da regelmäßig hinterher sein muss. Und daher würde mich das interessieren, wie das bei euch läuft. Ja. Also es ist so. Der seit 3 Jahren formulierte Wunsch ist, dass die MDL, sobald die Rede fertig ist, uns die Rede schicken per E-Mail. Und sobald wir die haben, extrahieren, lesen wir die uns durch. Hat zum einen erstmal den Vorteil, dass ich als Pressesprecher, der nachher auf der Pressetribüne ist und den Kontakt zu den Journalisten hält, genau weiß, was werden wir denn sagen. So. Und wenn ich das durchgelesen habe, hole ich mir da das knackigste Statement raus und verwende es weiter für diese Plenarübersicht. So ist eigentlich der Wunsch. Das ist in der Regel im Alltag leider nicht immer so machbar, weil die Reden vielleicht dann doch noch kurzfristig komplett über den Haufen geschmissen werden, was man was ganz anderes sagt oder ganz anders aufbaut oder eine Punchline einbaut, die noch knackiger gewesen wäre als das vorbereitete Statement. Da muss man dann halt eben spontan reagieren und damit handeln. Wir legen bei all diesen Tops, die wir haben, also über 50 in einer Woche dann, den Schwerpunkt auf unsere eigenen Anträge, weil wir sagen, die müssen aber stehen, die müssen wir gut verkaufen. Und wenn wir dann noch Zeit haben, kümmern wir uns auch gerne um die anderen Tops, wo es vielleicht sowieso noch ein spannendes Thema ist. So. Aber am Anfang ist der Inhalt und der ist in der Rede und da ist dann der MDL aufgefordert, uns die Rede zur Verfügung zu stellen. Ist denn einer von euren Mitarbeitern auch noch dann selber dabei, um mitzuschreiben oder dergleichen?
Also während den Plenartagen bin ich eigentlich zu 98% immer rund um die Uhr oben auf der Pressetribüne und halte halt eben den persönlichen Kontakt zu den Journalisten. Jetzt haben wir das räumlich so getrennt, also der Plenarsaal im Landtag ist ja unten auf der einen Ebene und die Journalisten sitzen da oben und dazwischen darf nicht gewechselt werden. So, aber wenn jetzt halt ein Journalist die Frage hat, Mensch, ich möchte doch trotzdem noch gerne ein Interview mit dem Redner führen, klar, dann flitze ich halt eben runter, hol den raus und bringe die dann zusammen. Oder kann Hintergrundinfos und Verständnisfragen schon selber klären, weil ich ja dankenswerterweise die Rede schon vorher hatte und weiß, wie wir abstimmen werden, weiß, was wir reden und wie wir argumentieren. Und es passiert ganz oft, dass halt ein Journalist noch, bevor der Top zu Ende ist, schon anfangen will mit dem Schreiben von seinem Artikel und dann halt eben wissen will, ich kann jetzt nicht warten, bis die Piraten geredet haben, was werdet ihr denn sagen? So. Und wenn ich dann halt eben gut gebrieft bin im Anfang, dann kann ich da halt eben auch dafür sorgen, dass unsere Infos fließen. So. Also von daher, ja, wir teilen uns während den Plenarsitzungen auf, dass ich halt eben auf der Pressetribüne sitze. Der Jens sitzt im Büro und verfolgt den Stream und versorgt Twitter, Facebook und macht noch andere Geschichten, auf die ich gleich eingehe. Jaroslav ist im Dauereinsatz mit der Erstellung der Stream-Mitschnitte, die wir ja aus dem kompletten Stream extrahieren und stückeln und dann in die Tagesordnung einpflegen. Audio-Mitschnitte machen wir, die Wortprotokolle, die habe ich jetzt hier vergessen auf der Folie. Wortprotokolle stellen wir online. Wir haben einen Fotografen gelegentlich im Einsatz, der dann von den Rednern Fotos macht. Und wir haben dann auf dem Blog eine Tagesordnung, die alle Tops enthält. Und da stecken wir dann alle Informationen rein, sodass dann am Ende des Tages alles rund um das Sorglospaket im Internet abrufbar ist. So, das heißt, wenn dann der Bürger Lust hat, sich zu dem Top 3 zu informieren, sieht dann unter einem Klick alle Möglichkeiten. Aber einer sitzt oben auf der Pressetribüne. Ja. Ja, Statement Picks, das ist der neueste Schrei aus dem Hause Pressestelle. Weil wir halt eben, wie schon eben gesagt gehabt, den Wunsch hatten, wir müssen mehr mit Bildern arbeiten, um von dieser textlastigen Wüste aus dem Internet rauszukommen. Und erfahrungsgemäß einfach nur ein Tweet bei Twitter retweetet wird, ja, aber nicht wirklich viel und auch nicht aufregend viel. Und deswegen haben wir gesagt, wie können wir das optimieren, wie können wir das Schneeballsystem mit Retweets und Favs bei Twitter halt eben für uns nutzen und unsere Internetseite attraktiv gestalten. Und da waren wir ganz schnell dabei, halt eben mit diesen Fotos zu arbeiten, die wir ja da haben. So, und von daher gehen wir hin, nehmen dieses Foto von dem Redner, nehmen dieses Statement aus dieser Plenarübersicht, also quasi Synergieeffekte packen, nehmen das Statement, packen es da drauf, noch hier unten unser Logo und fertig. Und das twittern wir dann halt eben. Und diese Fotos haben bei den letzten Plenartagen oder bei den vorletzten hatten wir es zum ersten Mal gemacht, einen gigantischen Erfolg. Wir hatten bislang immer so, 20 bis 30 Retweets. Und mit den Fotos hatten wir plötzlich an einem Tag über 400. Als Grafiker, kleiner Tipp. Text größer, Logo größer, Gesicht größer. Jo. Ja. Ansonsten super sein. Oder? Ja, das ist schon besser. Läuft besser. Und halt Perspektive ändern, haben wir anfangs auch nicht gemacht, kommen jetzt aber... Hier das Gesicht weg. Das Gesicht weg. Ja, die Reihe noch in den Winkel, wie derjenige fotografiert. Das war immer so frontal. Aber mittlerweile macht er halt auch mal von der Seite. Ja, gebe ich dir recht. Bisschen historisch bedingt, weil die Fotos, als beim ersten Mal hatten wir noch Fotos von vor einem Jahr. Als wir die gemacht hatten, wussten wir noch nicht, dass wir irgendwann mal Text drüberlegen halten. Und dann haben wir halt eben krampfhaft im Archiv ein Foto gesucht, wo rechts oder links noch so viel Platz ist, dass wir noch Text draufschreiben können. Jetzt haben wir beim letzten Mal einen Fotografen wieder im Einsatz gehabt. Der weiß ganz genau, dass zum Beispiel jetzt ein Foto aus der letzten Plenarsitzung entstanden. Und wenn der Fotograf weiß, da muss noch Text hin, macht er schon beim Fotografieren einen ganz anderen Ausschnitt. So. Also diese Fotos, wie gesagt, da sind wir noch ein bisschen dran und so rein zu grooven, aber der Erfolg hat gezeigt, über 400 Retweets, das nutzt was. Haben wir auch schon gemacht, ist jetzt 2 Jahre her, zum Tag des Buches, da habe ich einen zu der Bücherzelle geschickt und fotografieren lassen. Der Blogartikel dazu auf Lokalkompass online hatte 60 Klicks, aber das Foto ist noch bis heute drin und hat über 3000 Klicks. Das ist also soziale Medien, nur auf immer Bilder, Lokalkompass. Immer Bilder. Immer.
ganz, ganz wichtig. Wir sind jetzt auch dazu übergegangen, außerhalb von den Plenartagen mit diesen Fotos zu arbeiten. Jetzt beispielsweise hier war jetzt letzte Woche eine große Demo von den Erzieherinnen und Erziehern aus dem Kita-Streik. Die haben vor dem Landtag demonstriert. Und wir hatten eh zu dem Thema eine Pressemitteilung geplant, also haben wir dann parallel zu oder ergänzend zur PM halt noch schnell so ein Foto gemacht, Text drunter und raus damit. Und damit kann man bei Twitter dann die Pressemitteilung auch ganz gut dann pushen. Damit wäre ich mit dem ersten Teil durch. So, ich habe noch eine Anregung. Mach mal bitte zurück. Was mir jetzt da auffällt, ist, du hast ein Bild von das, was passiert ist, genauso wie es im Plenum, hast du das Bild von dem MDL. Mhm. Wenn ihr das macht, glaube ich, könnt ihr auch im Vorhinein schon überlegen, wie ist das Statement und wie ist das Bild und wie matchen die. Ja? Also in dem Fall ist natürlich klar, wir haben eine Forderung, die haben eine Forderung, wir finden das super, wir schreiben rein, wir finden das super. So, ganz einfach. Aber man könnte halt eben auch hingucken, um da eine gewisse Regie zu führen. Dass man das Statement halt dann im Vorfeld schon, bevor man das Foto hat, steht und dann das Foto dazu passend halt macht. Das wäre noch mal ein Regel. Gut geplant ist halt jetzt geworden. Genau. Apropos Planung, das wäre in dem Bereich, da ich meine, wenn man so sagt, wenn es hier vielleicht dann auch mit der Gewerkschaft, die zusammenarbeitet, wenn man auf die zugeht, dass dann die Frage, wenn man auf die zukommt, wenn man den Schritt macht, man befindet sich oder Arrangement gut hier um die Sozialleistungen, um die Rahmenbedingungen, die als Partei stehen dahinter. Weil die CDU und die SPD sagen immer, okay, das ist ja eure Sache, da müssen wir nicht eingreifen. Man kann den Weg gehen, den ich noch nicht gehen. Hat beim DBB klar, damals ziemlich gut funktioniert, ne? Ja. Da haben wir ziemlich groß aufgeschlagen, also die waren begeistert. Ja. Weil bei den klassischen Gewerkschaften ist das schwierig. Ich will dem Ingo jetzt hier nicht vorgreifen oder so, aber Verbandsarbeit, ob das jetzt Gewerkschaften sind oder andere Lobbyorganisationen, das ist bei uns das A und O des Tagesgeschäfts, dass wir mit denen in Kontakt sind. Ob das jetzt die GEW, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ist oder hier Verdi in dem Fall oder meinetwegen auch auf Bundesebene diese GDL-Geschichte, war ein ziemlich heißes Thema. Ne? Weil überzieht der Gesetzgeber oder nicht, da committen wir uns auch mit dem Bundesvorstand, weil es auch schon mal Themen gibt, wie das hier gerade Pflege und Kinderbetreuung. Ja. Ich behaupte, mit den Themen kann man Wahlen gewinnen. Natürlich. Ja. Vor allem auch Leute begeistern musst du mehr. Nein, bitte. Er meint nicht, wir können das gerne. Nee. Also, wenn ich das sagen darf, keine Gewerkschaft. Die subjektive Wahrnehmung ist eine ganz andere. Also was wir zur Kindererziehung, zur Hundesteuer, zur ich weiß nicht was sagen, interessiert kein Schwein. Selbst in meiner nächsten Verwandtschaft, die sind ganz überrascht, dass wir einen Ratsherrn im Krefelder Rat haben. Wir kommen überhaupt nicht vor. In Österreich würden sie sagen, den darf man nicht einmal ignorieren. Ne? Egal was ist, wir haben 7 OB-Kandidaten in Krefeld, da werden 3 vorgestellt, die anderen von der Tierschutzpartei bis zu den Piraten eben nicht. Wir sind alle in dieser, so, und deswegen denke ich, die Hauptaufgabe des Verbandes und auch bundesweit müsste sein, zu zeigen, dass es die Piraten überhaupt noch gibt. Bei den 113 Artikeln im Monat, die ihr da erwähnt habt, sind viele dabei, die sagen, die Piraten haben sich aufgelöst, die gibt es nicht mehr, die haben sich selbst zerschossen, die brrr oder so. Das hilft uns nicht, wenn wir so 113 Mal in der Zeitung stehen. Einspruch, ja, was Medien angeht schon, aber die Verbände, gerade Monika Pieper und das Zusammenspiel mit Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ist ein Beispiel, die wissen, dass es uns noch gibt. Und wir hoffen natürlich, dass ganz klar, da stimme ich mit dir überein, das Thema irgendwann reden zu können. Wissen die Wähler das dann auch? Aber wir diskutieren jetzt schon über Inhalte eigentlich. Ja, okay. Ich bin ja hier nur der Basispirat. Nee, also der Wunsch ist erkennbar, nicht? Also ja, also wir haben auch schon ganz, ganz viele Meetings und Sitzungen darüber zusammengesessen und philosophiert, wie kriegt man uns draußen oder wie nimmt man uns draußen wahr. Man kann da ganz unterschiedlicher Meinung sein, man kann auch ganz unterschiedlich herangehen. Im Rahmen der Möglichkeiten muss man agieren. Und natürlich würde ich jetzt sagen, geil wäre es, wenn wir jetzt, weiß ich nicht, sämtliche Straßen in ganz NRW orange anmalen und überall die Piratenlogos hinmachen und so. Ist aber unrealistisch. So, also von daher muss man gucken, mit welchen Ressourcen hat man zur Verfügung, wie kann man daran. Die Fraktion
hat sich unlängst auch Gedanken darüber gemacht und hat gesagt, okay, natürlich müssen wir in der Pressestelle Leute haben, die die klassische Medienarbeit machen und auch twittern und auch Facebooken. Wir wollen aber auch mit Kampagnen halt eben in den Markt, um wegzukommen von, wie ich eben sagte, 70% reagierende Statements, sondern hin zu Thema Gender-Setting, Kampagnen, uns halt eben unsere Schwerpunkte ganz gezielt überlegen, wenn wir jetzt haben, ticketfreien ÖPNV beispielsweise oder Bürgerbeteiligung, dass man sagt, wie können wir es schaffen, dieses Thema und damit uns langfristig in die Öffentlichkeit zu kriegen. Nicht unbedingt nur in die Medien, sondern langfristig in die Öffentlichkeit. Wir sind dabei, uns da konzeptionell aufzustellen. Kreis Berin ist ja auch der Beginn von diesem ganzen Thema, wo wir die Kampagne Mitte letzten Jahres gestartet haben, um auf das Thema Legalisierung von Cannabis aufmerksam zu machen. Also von daher, man muss da, ich glaube, ein Orchester bespielen mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Instrumenten. Ja, vorne muss es einen Dirigent geben, der sagt, so, jetzt marschieren wir mal alle nach rechts oder nach links. Aber jedes einzelne Instrument ist da wichtig. Und der Schwerpunkt jetzt von dem Referat heute ist halt eben die Pressearbeit. Zu Kampagnen können wir dann vielleicht im Herbst oder so dann nochmal was sagen. Ich sag mal, ich sehe das auch in meinem Bekanntenkreis. Vor anderthalb Jahren, vor der Kommunalwahl hier in Essen, hat man belächelt, wenn man gesagt hat, man ist in der Piratenpartei etc. etc. Jetzt sind anderthalb Jahre ins Land gezogen. Jetzt denken, merke ich jetzt so aus meinem Bekanntenkreis, jetzt denken die Leute nach. Was machst du da eigentlich? Was wollt ihr eigentlich? Und. Man merkt, von der Ignoranz geht das über jetzt zum Nachdenken, dass man so sagt als Partei. Und ich sehe das einfach sich auch jetzt bei der Kommunalwahl, die jetzt 2019 Essen ansteht, einfach nicht nur positiv, wenn ich so den Trend so in meinem Bekanntenkreis sehe. Die denken schon öfters drüber nach, weil unsere Nachrichterstattungen hier jetzt auch im Bereich jetzt mit dieser NSA-Affäre, da musste ich so drüber stutzen, wurde einmal erwähnt gegenüber dem lokalen Sender und danach hat man nichts mehr von den Piraten gehört. Da ging dann nur noch nach CDU, FDP, Brüssel, Amerika und. Den Schneeball, den man oben auf dem Berg ins Rollen gebracht hat, von den Piraten redet keiner mehr, dass da die Strafanzeigen gestellt wurden und. Und wohl, was von den großen Parteien aufgenommen worden ist. Ich möchte außerhalb der Diskussion mal einen Satz hier loswerden. Die Medienresonanz, die nicht immer oder manchmal auch gar nicht gelingt, ist die eine Sache. Ja? Aber die Pressestelle der Fraktion, Jens Ophira, Jaroslav Dimont, der für die Videos und so zuständig ist, das Online-Stellen, Daniel Olschamowski und allen voran Pressesprecher Ingo Schneider, reißen sich täglich für Fraktion und Partei buchstäblich den Arsch auf. Ist okay. Ja? Ja. Ich würde das auch mal einen Applaus verdienen in dieser Partei. Ja. Diese perfekte Tätigkeit in die Frage gestellt. Die Beziehung zwischen Fraktionsvorsitzenden, Fraktionsvorstand und Pressesprecher ist eine besonders intime in der Sacharbeit. Ich möchte auch dir das einfach mal benutzen, um von Herzen sowas wie Geschlossenheit zu demonstrieren. Weil das Problem ist ja, wenn wir in den Medien nicht vorkommen, drückt das auf diese Gruppendynamik. Und sobald irgendwo Streit ist, was ja auch vorkommt, hey, eine Demokratie ohne Streit geht nicht. Ne? In dem Moment sind die Medien dann wieder da. Wenn sich das Personalkarussell dreht oder irgendwas. Was ist denn da? Was ist denn da? Ne? Also es ist echt eine schwierige Aufgabe. Ne? Also, von daher. Meiner Ansicht nach haben wir da sowieso insofern ein kleines Problem, weil Landespolitik ist medial sowieso unterrepräsentiert. Wir haben entweder die Bundespolitik, das ganz große, die ganz großen Themen, oder wir haben die Kommunalpolitik. Also wir haben bei uns keine Probleme, in die Presse zu kommen, nur Landesthemen. Da muss ich schon wirklich gucken, die entdecke ich bei uns in der Region, in der Lokalpresse auch nicht wirklich. Dann wiederum aber die Bundesthemen. Also insofern ist das natürlich wirklich eine sehr schwierige Aufgabe, die ihr da habt, diese Landespolitik, das überhaupt zu unterscheiden, das da in die Presse reinzubringen. Ja, ja. Das Einzige, was wir tun können oder wo wir darüber nachdenken können, wo wir gerade bei Brainstorming sind, ist, dass die Fraktion extrem gezielt sehr kommunale Themen bearbeitet oder die extreme Auswirkungen auf das Kommunale irgendwo haben, wo wir dann nämlich das, was der Thorsten vorhin sagte, diesen Doppelpass spielen können irgendwo.
dass wir da richtig fokussieren, diese ganzen Geschichten, dass wenn ein Zitat von Thorsten Sommer kommt, ich dieses Zitat eins zu eins übernehmen kann, diesen One-Liner, der dann nämlich im Interview oder in der Berichterstattung auch von mir dann übernommen wird, weil von wem das ist Sharing is Caring schlussendlich. Und vor Ort sind wir ja dann diejenigen, die da zitiert werden. Spätrömische Dekadenz, kann man natürlich sagen. Deine Direkte haben schon angefangen zu reden, lass uns teilhaben. Nee, da war eine Frage hier. Das weiß ich auch, wenn ich wollte trotzdem da am Anfang in die Ecke werfen. Okay. Nee, also wenn ich zum Beispiel jetzt meinen Bekanntenkreis nehme, also ich bin halt 17, ich bin ja jetzt Jugendliche und so, und ich muss echt sagen, also bei mir, von meinem Bekanntenkreis interessieren sich vielleicht ungefähr 10% überhaupt ein bisschen für Politik, die anderen schmeißen das eh in die Ecke. Und das Problem, was, glaube ich, bei den jungen Leuten gerade ist, dass die Themen, also es gibt quasi Themen, die die interessieren und es gibt Themen, die sie nicht interessieren. Und die Themen, die sie nicht interessieren, zum Beispiel Privatsphäre, was ja bei den Piraten ein total großes Thema ist, schmeißen sie eh wieder alles weg, in die Ecke interessiert die nicht. Und zum Beispiel so ein größeres Thema, was sie interessiert, zum Beispiel die Homo-Ehe oder so, da denken die einfach nicht an die Piraten. Also die denken dann irgendwie, ja, die CDU, die ist böse, ne? Wenn die denken, ja, die sind pro, dann denken die vielleicht an die Grünen oder so. Aber ich habe zum Beispiel total viele Freunde, die einfach die Grünen wählen, die wissen überhaupt nicht, was die Grünen verkörpert oder so. Die wissen einfach nur, ja, CDU ist scheiße, FDP ist auch scheiße, die Grünen sind auch irgendwie okay, also wählen wir die. Und ich glaube, das Problem ist, dass die Piraten einfach ein Thema bräuchten, das halt für die Leute wichtig ist oder auch für junge Leute wichtig ist, was die anderen Parteien vielleicht noch nicht so durchnehmen unbedingt. Ja, Punkt. mein Vater kam neulich zu mir und sagte, wedelte mit einem Zeitungsartikel und sagte, du sag mal, die Grünen und Linken in Berlin, die haben sich jetzt, die haben eine ganz tolle Idee. Mhm. Und zwar, ja, so einen ticketfreien Bus- und Bahnverkehr. Ach, Papa. So. Ja, aber genau das ist das, wo wir halt eben einfach nicht durchkommen. Nein, wir müssen halt eben Wege finden und hier und da schaffen wir es ja auch. Also das mit der Legalisierung haben wir zumindest gefühlt jetzt auf Landesebene geschafft, halt eben Cannabis ein Gesicht zu geben. Durch witzige Videos, durch Gespräche, die wir fast täglich mit den Journalisten führen, die Journalisten im Hause, im Landtag, denen kommt das Cannabis schon aus den Ohren wieder raus, weil ich sie halt jeden Tag aufs Neue anrufe und sage, wir haben da was, wir machen da was und wir haben da tolle Papers und wir verteilen jetzt hier Vogelfutter und guckt dir doch mal dieses Video an. Also Journalisten, die wissen das und das ist der erste Schritt. Und dann, bei Bedarf, werden sie auch darüber berichten. Und die Erfahrungen haben gezeigt, dass sie dann, wenn sie dann darüber berichten, auch uns erwähnen, fairerweise. Und dann gibt es natürlich auch Redaktionen, ich nenne jetzt keine Namen, aber gibt es natürlich Redaktionen, die eher SPD-orientiert sind. Da stelle ich jetzt einfach mal, da tun wir uns schwer. Ich würde den Kampf nicht aufgeben, aber ich würde mich priorisieren und auf andere Medien konzentrieren, da wo ich wirklich noch Handlungsmöglichkeiten habe. So, und von daher glaube ich, müssen wir, wenn wir das Orchester dieser ganzen Möglichkeiten betrachten, alle Kanäle und alle Register ziehen, die wir haben. Das heißt, wir müssen Kampagnen machen, wir müssen klassische Pressearbeit machen in diesem Alltag, wir müssen auf Twitter und Facebook und den ganzen Web 2.0-Möglichkeiten, die müssen wir ausschöpfen, da müssen wir aktiv sein. Und zusammen werden wir dann halt eben die unterschiedlichsten Zielgruppen halt eben auch erreichen. Setzt voraus, dass wir uns auf Kernthemen, auf Schwerpunkte konzentrieren und zuvor verständigen, uns dann daran halten und nicht 5 Schwerpunkte verabschieden und dann kommt der andere, ja, aber mein Thema ist auch wichtig. Ja, mag sein, aber wir haben trotzdem diese Schwerpunkte. Da muss man dann halt eben selbstdisziplinarisch unterwegs sein. Und da sind wir schon beim nächsten Thema. Ich glaube, dass dieses Gefühl existiert, die Medien berichten nicht über uns. Oder dass es Leute, selbst im Bekanntenkreis gibt, die uns nicht kennen oder nicht wahrnehmen. Oder selbst der Vater vom Pressesprecher nicht mitbekommen hat, dass wir eigentlich die Erfinder von diesem ticketfreien ÖPNV sind. Dieses Phänomen, ich glaube, da müssen wir noch viel mehr machen, um das Phänomen anzupacken, als nur diese klassischen Kommunikationsmittel, die wir eben hatten. Das ist eine Frage von unserem Image. Ich komme gleich zu euch. Das ist die Frage von unserem Image. Wie werden wir eigentlich draußen wahrgenommen? Also, stell dir vor, sie berichten über uns, aber was sagen sie denn dann? Sind das die seriösen, kompetenten, allzeit gut gekleideten, immer gut informierten Menschen?
Oder sind es vielleicht diese Computer-Nerds, die sich in Vorstandswahlen ergötzen und drei Tagesordnungen brauchen, bevor sie... So, also, wie werden wir denn da wahrgenommen? Und wenn wir dann halt eben wahrgenommen werden, wie, das sind die Verrückten aus dem Internet, die streiten sich immer nur, treten alle naselang zurück, einer wird gewählt, dann tritt er wieder zurück, es ist nur eine Frage der Zeit, bis er sich zurücktritt, dann werden wir, wenn wir so wahrgenommen werden, auch nicht als kompetent wahrgenommen. Und wenn wir nicht kompetent wahrgenommen werden, werden unsere Statements nicht wahrgenommen. So, das ist halt eben so eine Kettenreaktion. Und da müssen wir, glaube ich, dann auch innerhalb der Partei selbstkritischer werden, stellenweise sind wir es ja auch schon, um zu überlegen, okay, wie diszipliniere ich mich jetzt selber und mal die Frage stellen, was kann ich für die Partei Gutes tun und nicht diese Erwartungshaltung haben, was kann die Partei für mich tun. So, und wenn wir da ganz, ganz viele Register gleichzeitig ziehen, glaube ich, dass wir da dieses Image beeinflussen können, dass wir unseren Auftritt beeinflussen können, dass wir unsere Inhalte pushen können und dass wir halt eben auch, ich sag mal, immer mal wieder auf unser Wahlprogramm verweisen können, wo ja offensichtlich nichts drinsteht. Doch, tut's, ganz viel. Tun wir, ist doch Potenzial. So. Da. Also, um zwei Punkte aufzugreifen, die ich denke, gerade weil wir jetzt gerade Landesebene, Kommunalebene vernetzen, die wir unbedingt noch besser spielen müssen. Ich habe das jetzt bei dieser Sperrklausel-PM gesehen, da hat der Borkener-Kreis einen ganzen Textbaustein aus unseren Pressemitteilungen zusammengewürfelt, aus der Fraktions-PM und aus der Landes-PM. Und die haben es halt geschafft, mit diesem kurzen Statement, den die dann irgendwie ihrer Ratsfrau in den Mund gelegt haben, eine Presseerwähnung zu bekommen und aber eben auch nochmal Rückfragen von Bürgern zu bekommen. So, wie, was Sperrklausel, wir können euch ja dann letztendlich dann nächstes Mal quasi abschreiben. So, ne? Da ging eine Diskussion los. Ich denke, ihr könnt als Presseleute in kommunalen, mit den kommunalen Mandaten immer auf die Landtagsfraktionen zugehen, immer auf den Landesvorstand zugehen und sagen, hör mal, ich bräuchte dann abgewandelt auf das kommunale, umgeschriebene PM, kannst du mir da nicht helfen? So, weil wir haben ja Teams, also wir haben in der Fraktion Teams, wir haben im Landesverband Teams, die sich genau damit beschäftigen, den ganzen Tag lang. Ach, Paki, als hätten wir uns abgestimmt. Ich habe da mal was vorbereitet. Ja. Und wir haben uns nicht abgestimmt. Ich habe zwei Wortmeldungen gesehen. Warte, dann habe ich noch eine Sache. Aber mach erst mal weiter. Gut. Nehme ich dich zu den Wortmeldungen 1, 2, 3, 4. Nur ganz kurz. Ein Vorschlag von mir, von uns. Regionalisierte Pressemitteilung habe ich es jetzt mal genannt. Also Themen, die im Landtag aktuell sind, aber eigentlich kommunale Gegebenheiten betreffen. Stell dir vor, die Landtagsfraktion erstellt eine PM. Da tun wir, wie gesagt, 0,8 Mal am Tag. Geben sie euch, während wir sie an die Mantelredaktion verschicken. Und ihr nehmt den Text, nehmt das Statement, also das, was schon da ist, setzt euren Namen davor, setzt eure lokale Marke davor, bringt vielleicht noch lokale Gegebenheiten mit ins Spiel, in diesen Text hinein und schickt sie dann an die Lokalredaktion. Und somit würden wir es schaffen, halt eben alle Redaktionen gleichzeitig mit der gleichen Stoßrichtung, mit dem gleichen Thema zu versorgen. Weil die Sache ist ja die, wenn man jetzt mal aus Journalistensicht denkt, die Mantelredaktion, die ist interessiert an der Landtagsfraktion im besten Falle. Hat aber nur einen einzigen Redakteur, der sich um Politik kümmert. Wenn der sagt, nö, langweilig, ist das Thema raus, werden wir Piraten in dieser Zeitung nicht stattfinden. Wenn wir es aber schaffen würden, über diesen Umweg quasi an die Lokalredaktionen zu kommen, wenn wir, ich sag mal, gefühlt 60 oder 70 Lokalredaktionen in NRW haben, und nachher alle 70 dieses Thema mit diesem Statement beliefern. Und wenn dann, ich sag mal, 30 Journalisten es langweilig finden, bleiben aber 40 übrig, die das interessant finden. Und es dann in den einzelnen Bereichen, in den Lokalblättern halt eben dann schreiben. So könnte ein Schuh draus werden. Die Zahlen sind jetzt rein fiktiv. Also von daher, das wäre ein Vorschlag, wie wir zum Thema, wie können wir zusammenarbeiten, was wir als Fraktion euch anbieten können. Einfach mal versuchen. Wir haben das stellenweise schon mit ein, zwei Themen auch mal ausprobiert, wo wir das dann selber regionalisiert hatten, weil wir einfach die Kontakte noch nicht hatten. Das eine war die Einladung zum Jugendlandtag, der findet nächste Woche statt.
Wir hatten zuerst als Pressemitteilung als Landtagsfraktion rausgeschickt an die Mantelredaktionen, so wie wir es jeden Tag tun, mit da ist der Jugendlandtag und wir laden ein. Hat keinen Schwein interessiert. Warum? Weil für den Mantel von der Tageszeitung viel zu kleinteilig, viel zu uninteressant unter ferner liefen. Also sind wir hingegangen und haben gesagt, naja gut, aber wir haben ja Abgeordnete aus fast allen Wahlkreisen, die NRW so zu bieten hat. Und sind hingegangen und haben halt eben nach Dortmund geschickt, Thorsten Sommer und Birgit Odlewski aus Dortmund laden alle Dortmunder Jugendlichen ein, einen Tag lang mal im Landtag zu sein. So. Und das gleiche mit Lukas Lammler und Joachim Paul laden aus Neuss ein, alle Neusser Jugendlichen, um im Landtag mal zu sein. So, und den gleichen Text an die Düsseldorfer, an die Aachener, an die Kölner, an die Bonner und so. Und siehe da, wir hatten plötzlich, ich glaube, 23 Hits. Nicht an dem gleichen Tag, weil das ist dann so ein schönes Thema, wo der Lokalredakteur sagt, ach spannend, bis dahin ist es ja noch ein bisschen Zeit und wenn ich beim nächsten Montag nicht weiß, wie ich meine Seite füllen kann, das ist ein Thema, das nehme ich mal mit in den Stock und dann nehme ich es dann raus, wenn ich es brauche. So, aber 23 Hits hatten wir mit den einzelnen Wahlkreisen und dann halt eben durch diesen Regionalisierungsfaktor haben wir das Interesse dann bei der Lokalredaktion geschafft. So, und wenn wir da halt eben noch mehr Themen finden würden, mir fiel jetzt spontan beispielsweise OGS auf eine Ganztagsschule. Ich garantiere euch, bei jedem Wahlkreisrat, wo ihr gerade zuständig seid, habt ihr offene Ganztagsschulen. Also wenn wir im Plenum über OGS diskutieren und unsere Monika Pieper als bildungspolitische Sprecherin was sagt, nehmt dieses Statement, adaptiert es, es steht unter CC-Lizenz, macht was damit, also was ihr wollt, setzt eure Namen davor, schickt es raus und sagt mit Blick auf die Diskussion im Landtag, unsere Marien-OGS oder wie sie alle heißen, haben die Baustelle. Vielleicht treffen wir ja ein Brennpunktthema, was bei euch ganz enorm groß ist. Also nutzt diese PMs, die wir ja sowieso erstellen, regionalisiert sie, bedient euch daran und füttert so die lokale Redaktion. So, jetzt erstmal die drei Wortmeldungen. Einmal in der Ecke. Die Erfahrung, wie mit dem fahrscheinlosen Verkehr in Berlin, das Themenklau, haben wir auch gemacht im Rat in dem ersten Jahr. Das lief dann folgendermaßen ab. Wir haben eine Anfrage oder sowas, einen Antrag gestellt. Die CDU hat das dann gesehen zum Beispiel oder die SPD, haben einen auch in eine Anfrage gestellt. Die CDU war in der Presse, wir nicht. Schade eigentlich. Das haben wir uns eine Weile angeguckt und den Spieß haben wir dann auch mal umgedreht. Das funktioniert auch ganz gut. Besonders gut funktioniert sowas im Kulturausschuss, wo wenig Resonanz ist, aber immer im Presse. Vertreter dabei ist. Da hat dann eine andere Partei einen Antrag gestellt und wir haben einen Ergänzungsantrag gestellt, um diesen Antrag zu verbessern. In schriftlicher Form muss der dann vorliegen, der darf dann nicht mündlich sein, sonst wird er nicht wahrgenommen. Ja. Die Folge davon war halt, dass wir zusammen mit dieser anderen Partei dann auch in der Presse erwähnt wurden, wo wir sonst nie aufgefallen wären. Man kann das zulassen, dass die anderen auf die eigene Agenda surfen, aber man kann diesen Spieß auch mal zwischendurch umdrehen. Das ist durchaus mal sinnvoll. Man darf es nicht so oft machen, aber man kann es machen. Ja, ich möchte das bestätigen mit den lokalen Gegebenheiten. Die letzte Anfrage seit politisch Menschengedenken, wo die Chefredaktion direkt auf den Ratsherrn zugekommen ist, war wegen der 3%-Klausel. Und da haben wir dann auch geantwortet mit so einem schon vorgefertigten Artikel und das war prima. Das müsste heute in der Zeitung sein, ich habe es aber noch nicht gesehen. Die vorletzte Anfrage, Monate her, da hat man noch eine Ratsgruppe, die sich ja dann leider aufgelöst hat, ging, das Thema weiß ich schon gar nicht mehr, aber das ging um 18 Uhr ein und die wollten ein Statement bis 21 Uhr, weil sie dann um 10 Uhr ist Redaktionsschluss oder so. Und da haben wir gnadenlos versagt, weil da gar keiner da war, der diese Frage beantworten kann. Jedenfalls nicht um diese Zeit. Also die Diskrepanz auf das WZ und Rheinische Post, nicht auf der Umschlagseite, die Weltpolitik dann irgendwo ein bisschen Bundespolitik und dann drei Seiten Lokales. Nicht? Da ist immer die Frau Spanier-Oppermann, eine liebe, nette Frau von der SPD, Landtagsabgeordnete, die hat dann immer ihren Berufsjugendlichen dabei und dann sind die da und Bild und Ding und ist wieder im Landtag und so. Da sind die Frau oft vertreten, von uns nicht. Also selbst wenn wir es
wenn was zu berichten gäbe. Und das ist das, wo man schwer gegen ankommt. Aber homöopathisch gesehen hat sich's verbessert. Also wenn jetzt der Finanzausschuss getagt hat, weil Nothaushalt und was da alles droht, dann werden wir zumindest noch mit erwähnt. Also die Partei und geraten haben dem zugestimmt oder abgelehnt. Also das kommt jetzt schon, war früher gar nicht, kommt jetzt vereinzelt vor, nehme ich für ein positives Zeichen, jedenfalls in der Lokalpolitik. Hier war noch eine Frage. Ich denke mir, also es ist ein großes Problem, sag ich mal, von Seite 2 und 3 der Lokalzeitung wegzukommen, mal vielleicht auf Seite 1. Also so, Idealzustand ist natürlich, sag ich mal, ich weiß nicht, ob ihr gerne kennt, Landtag intern, da kommen also, denken wir, die Piratenfraktion kommt also da ordentlich drin vor. Und das ist die Frage natürlich, wie kommt man da hin? Und ich denke mir, da muss man, da ist natürlich auch eine zweischneidige Sache, denke mir, größere Räder drehen. Wir haben ja, sag ich mal, diese, einige Kommunen, diese Schweizer-Franken-Geschichte. Und da könnte man fragen, da braucht man natürlich auch ein bisschen Mut zu, ob es nicht angebracht ist, die Kämmerer zu verklagen wegen Untreue oder etc. pp. Das kann natürlich auch nach hinten losgehen. Also da gehört nicht nur Mut, sondern da muss man dann auch irgendwie abschätzen. Und dann meistens im nicht öffentlichen Teil alles, was damit zu tun hat. Ja, aber ich meine, eine Anzeige gegen den Kämmerer ist natürlich, ich weiß nicht, da kann man natürlich, hängt natürlich wie die Fraktion oder wie die Journalisten gepoolt sind. Also das ist zum Beispiel eine schwierige Sache. Und ja, ich denke mir, und ich meine, zur Landtagsfraktion, manchmal kommen also auch nur negative Sachen rüber. Wenn ich bedenke, ja, ich meine so, die Meldung, die ich mitbekommen habe, dass sich die Landtagsfraktion 3 Stunden darüber unterhalten haben, über die Tagesordnung, und wurde sich nicht einig sein. Wenn ich das auf WDR3 höre, da muss man sich natürlich fragen, also wie kann man sowas irgendwie beeinflussen? Gar nicht. Also, ja und nein. Also ja, die Fraktion hat sicherlich auch nicht nur für positive Schlagzeilen gesorgt in der Vergangenheit. Kann man durchaus so sagen. Es hat halt viel damit zu tun, dass, ich sag mal, eine Pressestelle ja nur die Wurst verkaufen kann, die der Metzger herstellt. So. Man kann eine Wurst, die schon 2 Tage alt ist, schönreden. Kann man machen. Man kann auch die Scheinwerfer anders hinleuchten. Kann man alles machen. Aber die Wurst ist die Wurst. Und von daher muss der Metzger erstmal, ich sag mal, Dinge tun, damit das besser aussieht. Wir sind intern dabei, da einen Optimierungsprozess zu begleiten. Viele Dinge sind auch schon besser geworden. Also wenn ich mir mal so die Historie unserer Gates, unserer Skandale im Revue passieren lasse, und glaubt mir, ich bin ja von Anfang an bei dieser Fraktion, ich habe Personalnummer 6, also ein Mitarbeiter der allerersten Stunde, und von daher habe ich alle Skandale und alle Themen durchgemacht. Und gefühlt und auch statistisch, am Anfang hatten wir viel mehr. Es hat nachgelassen. Also aktuell würde ich sagen, der letzte Skandal ist aus August. So, heute haben wir Juni, also toi, toi, toi. Das erste Skandaljahr, freie Jahr, ist bald rum. Aber Skandal muss ja nicht immer negativ sein. Skandal muss ja nicht immer negativ sein, das könnte man ja auch positiv verkaufen. Was du eben gesagt hattest mit einer Anzeige von einem Kämmerer, also wir haben ja jetzt auch schon einige Minister angezeigt. Die Erfahrungen haben gezeigt, das sorgt sehr kurzfristig für einen großen Aufschrei. Du schaffst es, am nächsten Tag in den Zeitungen zu sein? Ja, aber auch nur da. Das ist keine nachhaltige Pressearbeit, keine nachhaltige Kommunikation möglich, weil spätestens am zweiten Tag nach deiner Verkündung, wir zeigen jetzt den Minister oder den Kämmerer an, interessiert das Thema keinen mehr, weil das war ja vorgestern. Erst dann, wenn die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft ihren Weg gegangen sind und irgendwann dann mal 2,5 Jahre später ein Ergebnis kommt oder eingestellt, dann verschläft sowieso im Sande. So. Und während die Staatsanwaltschaft ermittelt, kriegst du sowieso nichts raus, weder du noch die Journalisten, weil laufendes Verfahren, dazu dürfen wir uns nicht äußern, bla. Also von daher, so eine Anzeigung vom Minister halte ich für eine Nebelkerze. Also spontan, kurzfristig, jo.
Aber nachhaltig ist anders. Und dann würde ich unsere Energie lieber in eine Kampagne investieren, wo wir von vornherein wissen, jede Woche werden wir Aufmerksamkeit generieren. Und das schaffen wir mit anderen Themen und nicht mit einer Anzeige. Es sei denn, es ist politisch so gewollt, dass jetzt, also politisch hat der Minister vielleicht total ein Rad an, also muss man ihn an, also so, alles okay, kann man machen. Aber aus PR-Sicht muss ich sagen, nur um jetzt PR-Agenda abzuarbeiten, brauche ich keine Anzeige von dem Minister. So. Wie kommt man von 2 und 3 auf 1 der Platz? Es gibt 6 Nachrichtenfaktoren. Ja. Ja, aber das war. Dann bist du auf der Titelseite. Ja, ist so. Aber das war doch gerade das Geld erstens und zweitens für so, wenn du jetzt sagst, auf Wochen- oder Monatssicht ist das natürlich wichtig, dass das keine nachhaltige Sache ist. Aber jetzt, wenn man in Jahrzehnten denkt, dann doch. Also wenn eben diese 2 Jahre, wenn die, bis die Ermittlungen da endlich soweit sind, dann hat man aber irgendwas, was man wirklich vorweisen kann, dass das eben wirklich was Konkretes. Also ich meine, bei uns in Bonn, da haben ja natürlich die ganzen Fraktionen da ziemlich versagt, weil die sich haben sich da verarschen lassen von einem Investor, der war ein Betrüger und deshalb ist Bonn pleite unter anderem. Und aber die ganzen Rate anzuzeigen, ist dann auch wieder so eine Sache. Ja, also wie gesagt, wenn es politisch, inhaltlich gewollt und durchdacht ist, ist natürlich eine Anzeige von einem Minister oder vom Kämmerer völlig ein legitimer Weg, logisch. Aber wenn ich jetzt die Instrumente der Pressestelle Revue passieren lasse, wäre mir, ich sag mal, eine Kampagne zum ticketlosen ÖPNV, wo wir Tickets in Bussen verteilen, lieber als jetzt nur so eine Anzeige. So. Dann noch zu der Sache, klar, Übernahme der Statements und Anpassung der lokalen Gegebenheit. Die Anpassung der lokalen Gegebenheit muss aber auch immer so sein, dass man auch wirklich den Bürgern dann vermitteln kann, wieso betrifft mich das überhaupt, was in der Landtagsfraktion gerade ist. Und das Problem ist dann eigentlich dabei, dass man berücksichtigen muss, dass viele örtliche Piraten halt nicht so personell gut aufgestellt sind. Das heißt, wenn die PM vom Landtag nicht ordentlich schon Informationen beibringt, dass die Leute das sehr leicht übernehmen können, auch wirklich auf diese Ebene, auf die kommunale Ebene runterbrechen können und so sagen können, okay, Gesetz XY bewirkt jetzt irgendwie, dass hier größere Einkaufszentren gebaut werden können oder mehr einfache Grünflächen gegen Parkplätze weichen können etc., dass das dann auch verständlich für die Leute vor Ort ist. Ansonsten kann die Pressearbeit kommunal nicht verbessert werden so leicht in diesen kleinen örtlichen Gruppen. Das muss auf jeden Fall der Fall sein. Anderer Punkt ist, dieses Schema geht davon aus, dass die Meinung der Fraktion im Landtag auch der Meinung der Kommunalpiraten vor Ort entspricht. Wenn ich allerdings mir die Sache bei den Warhol-Bildern mal angucke, wo die Meinung der Piraten in Aachen und im Landtag so diametral entgegengesetzt war, da war das dann schon etwas schlechter dann mit der Pressearbeit. Es wäre da sehr viel einfacher gewesen, wenn die Pressearbeit dann mehr auf die Gründe eingegangen werden, warum ist man der Meinung XY und warum sind die in anderer Meinung, das hätte es da viel einfacher gemacht. Das heißt also, bei den PMs ist auch immer darauf zu achten, dass nicht nur einfach eine Meinung transportiert wird, auch die Begründung immer mit dabei geliefert wird. Bei einer Konfliktsituation hilft das ungemein, das dann aufzudröseln und den Leuten zu erklären, warum sind diese Meinungsverschiedenheiten zustande gekommen zwischen den Ebenen. Was man da ja auch dann relativ gut machen kann, ist, in der Pressemitteilung die kurze, knappe Meinung und dann in einem weiterführenden Blogartikel die Hintergründe, die Argumentationen und die Gegebenheiten dann nochmal zu beleuchten. Weil in der Pressemitteilung, erst recht, wenn sie schnell sein soll, wenn sie knapp sein soll, wenn sie knackig formuliert sein soll, kannst du halt nicht eine Abhandlung mit all deiner Argumentation aus 20 Jahren Erfahrung mit reinbringen. Da hat sich aus unserer Sicht dann gezeigt, dass es ganz praktisch ist, nur die kurze, knappe Meinung und dann halt eben im Blog, auf dem Blog dann ausführlicher Hintergrundbericht. Ich wollte mal ganz kurz auf die Seite 1 eingehen, die du angesprochen hattest. Machen wir uns da nichts vor. Auf Seite 1 des insbesondere Lokalteils wird immer das Entenküken sein, was in Gullifeld vom 2 Meter Feuerwehrmann rausgerettet wird und nichts anderes. Allenfalls mal ein Skandal, der in aller Regel aber nicht von einer einzelnen Partei aufgegriffen wird, sondern einfach da ist und die Parteien äußern sich dazu oder die Parteivertreter. Seite 1 finde ich insofern also fast vernachlässigbar. Wichtig sind tatsächlich die anderen Seiten, die da irgendwie hinterkommen.
Und dann dürfen wir einen ganz wichtigen Punkt nicht vergessen, und das ist ein Instrument, mit dem man wunderbar spielen kann, der Leserbrief. Hier können wir tatsächlich über den One-Liner hinausgehen. Hier können wir sehr ausführlich in aller Regel die Problematiken beschreiben, in aller Regel nicht als Piraten, aber die Meinung ist da drin. Wenn wir ein Statement in einem Artikel haben mit einem Zitat des Ratsvertreters und dazu einen Leserbrief eines unbekannten Parteimitgliedes in dem Falle, wo das Ganze nochmal bestätigen und bekräftigen irgendwo drin ist, ist das eine ganz prima Geschichte. Leserbriefe sind im Prinzip die Blogs der Generation Silberhaar. Das ist einfach so. Die werden unglaublich gelesen. Ich werde da unglaublich oft drauf angesprochen. Tageszeitungen sind in aller Regel wirklich nichts für die 17-Jährigen. Also auch wenn du sie vielleicht liest, gerade die Lokalzeitungen, die lesen die nicht. Also nicht in der Breite. Damit kriegen wir die wirklich etwas ältere Generation und die lesen die wirklich ausführlich. Und die lesen auch die Leserbriefe. Und die Leserbriefe machen Meinung, auch innerhalb der Politik. Politiker lesen das und wenn zwei Leserbriefe zu einem Thema drin sind, die sich dagegen äußern, dann wird aber jeder Politiker wahnsinnig nervös. Oh, das Volk ist der Meinung das. Deswegen funktionieren die sehr gut. Jetzt mal so aus unserer Erfahrung aus Aachen heraus, wir haben ja da schon eine relativ luxuriöse Situation, weil wir drei Mitarbeiter haben, drei Ratsherren, eine eigene Fraktion und wir haben jetzt mal verschiedene Sachen ausprobiert. Wir haben Anfang des Jahres haben wir versucht, so auf ziemlich jeden Quatsch, der gerade aktuell aufgeploppt ist, zu reagieren mit einer Pressemitteilung. Mit der Konsequenz, dass wir Monate hatten, wo wir 10, 12, 13 Pressemitteilungen oder Presseveröffentlichungen hatten, auch auf Seite 1, weil wir halt immer irgendeinen Quatsch bedient haben, der halt gerade aufgeploppt ist. War okay, aber uns ist aufgefallen, dass dabei halt auch die Ratsarbeit extrem. Du bist halt nur noch hinter der Presse hinterher und das, was wir eigentlich wollten, nämlich qualitativ gute Arbeit in den Ausschüssen und im Rat zu machen, das hat dann sehr gelitten. Deswegen haben wir das dann zurückgenommen und haben dann nochmal probiert, das kampagnenmäßig aufzubauen. Thema Tagesmütter, dass die seit über einem Jahr schlechter gestellt sind aufgrund der Landtagsentscheidung von Grüne und SPD. Wir haben das versucht über 6 Wochen immer wieder mit Presseberichten und Ratsanträgen und Ratsanfragen reinzubringen. Da sind wir völlig dran gescheitert. Die haben die ersten paar Sachen haben sie gebracht und danach haben sie gesagt, na gut, was wollen die Piraten mit Tagesmüttern? Haben sie nichts mit der Mut? Hätte das die SPD gemacht oder die Grünen, wäre das sofort aufgeploppt. Bei uns hat es einfach nicht funktioniert. Wir sind halt mittlerweile an so einem Punkt, deswegen werde ich heute zum Beispiel auch sehr viel die Pressearbeit betrachten, wo wir uns überlegen müssen, was macht eigentlich für uns, speziell als Piraten in Aachen unter den Bedingungen, die wir haben, Sinn. Viel Pressearbeit zu machen, glaube ich, mittlerweile macht frühestens wieder 2017 Sinn, wenn die Wahlen kommen, wenn die Leute einen wirklich eher wahrnehmen. Ansonsten frisst uns zurzeit viel zu viel Ressourcen und Manpower auf und die Leute sind auch schon total aufgeregt. Wir haben jetzt nach einem Jahr, wo wir Fraktion sind, unsere Leute dermaßen verschlissen, dass wir jetzt die letzten 6 Wochen eigentlich nur noch auf dem Zahnfleisch stehen und sich jeder schon auf die Ferien freut. Und ich bin eigentlich froh, wenn endlich lesungsfreie Zeit ist. Daher würde mich mal interessieren, wie das bei den anderen ist. Welche Erfahrungen habt ihr denn gemacht? Ich meine, wir haben auch ganz oft versucht, eure Landtagsgeschichten aufzugreifen. Aber ganz oft muss ich auch sagen, war es auch ziemlich für den Arsch. Also ich sag mal, jetzt direkt, wenn ich zum Thema Tagesmütter den entsprechenden Landtagskollegen angeschrieben habe, da kam noch nicht mal eine Antwort zurück. Aha. Wir nehmen das aus Kenntnis. Nicht gut, sondern... ich weiß schon. Also... Ja, auch... Das ist ein Prozess, den wir seit 3 Jahren optimieren. Wend dich an mich. Schreib mir eine Mail. Also nur zum Verständnis, auch wenn ich jetzt süffisant lächle, ohne zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern zu wollen, aber ich kriege pro Tag 350 E-Mails, 380. So, ich war jetzt letzte Woche eine Woche nicht im Büro und ich hatte sitzungsfreie Zeit, da war es insgesamt ein bisschen weniger, aber 1100 neue E-Mails innerhalb von einer Woche. Da geht auch mal was verloren, das ist so.
Warum das so viel ist, ist eine ganz andere Frage. Da sind wir aber dran. Wir bedienen halt eben viele Mailinglisten, vor allen Dingen interne. Und jeder hat eine Meinung und wird sie auch mindestens 2 bis 3 Mal sagen. Da sind wir dran. Irgendwann schaffst du das halt eben anhand der Betreffzeilen zu verifizieren, wichtig und unwichtig, weil du kannst keine 1100 Mails lesen. Oder machst eine Woche lang nichts anderes. Also das ist tatsächlich schon ein Kommunikationsproblem in dieser Fraktion. Ich glaube, das wird auch keiner abstreiten, ich auch nicht. Da sind wir halt dran, uns so ein bisschen an die eigene Nase zu packen und immer wieder zu überlegen, nur weil ich eine Meinung habe, muss ich sie nicht sagen, sondern vielleicht hat sie jemand anderes ja auch schon gesagt und so. Da sind wir aber jetzt halt eben tatsächlich dran, das zu optimieren. Ich glaube nicht, dass es irgendwen bei uns in der Fraktion gibt, der sagt, da habe ich eine E-Mail bekommen, dem antworte ich jetzt ganz bewusst nicht. Das glaube ich nicht. Also wenn einer nicht antwortet, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass er die E-Mail nicht bekommen hat, nicht gesehen hat, nicht registriert hat. Und da kann ich nur empfehlen, das direkte Kommunikation, Telefon. Alle unsere sind... Ja. Ansonsten Twitter hilft immer, Direktnachricht schicken. Das sind so die Möglichkeiten. Auch ich habe manchmal meine Probleme, Mitarbeiter, Kollegen, Abgeordnete zu erreichen. Da muss man halt hartnäckig sein. Und in der Regel, ohne jetzt einen Vorwurf machen zu wollen, aber einmal eine E-Mail schicken und dann sich zurücklehnen und sagen, so jetzt bin ich mal auf die Antwort gespannt, das wird bei uns leider nicht funktionieren. Das ist schade, das ist traurig, das ist blöd, das müssen wir ändern, ja. Aber aktuell ist es so. Das Schlimme ist ja, wenn man sich schon selber informiert und weiß, dieser MDL hat einen Arbeitskreis. Und dann sprechen die genau das Thema, was mich eigentlich interessiert. Und ich schreibe diese MDLs nochmal an und dann erwarte ich verdammt nochmal eine Antwort. Vor allem, wenn ich konkrete Fragen habe. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, nett, dass ihr die Sachen rumschickt und man kann die auch ganz gut verarbeiten. Aber an der Stelle würde mich eigentlich mehr interessieren, wie verarbeiten die anderen das? Welche Strategien wenden sie an? Wie seid ihr aufgestellt für die nächsten Monate? Also wir sind zum Beispiel hingegangen, nochmal zu erwähnen, wir machen jetzt weniger Pressemitteilungen und versuchen die gezielter zu setzen. Also wir wissen zum Beispiel, wann die Redaktionszeiten sind und samstags sind nochmal die auflagenstärkste Zeitung. Also versuchen wir halt möglichst viel freitags morgens um 11 Uhr in die Redaktion zu schleusen, damit wir in die Samstagspresse kommen. Oder überlegen halt schon vorher, wie sehen die nächsten Wochen aus, wann können wir welche Themen setzen, uns da so ein bisschen auszurichten. Da würde mich mal einfach das Plenum interessieren, wie ihr das macht. Bevor wir jetzt ganz Open Mic machen, würde ich ganz kurz dich gerne machen. Ach so, ja, aber ich hatte eigentlich so mit einem ganz anderen, also von eben, von dem, wie heißt sie? Ich heiße Reinhold. Ah ja, dazu wollte ich was sagen, weil, also eigentlich eher was sagen und dann was fragen, weil ich mache halt ein Praktikum hier und ich muss sagen, also ich finde die Piraten echt toll, aber was ich gemerkt habe, ist, dass die Piraten, glaube ich, langsam ein bisschen in CDU-Richtung wirken, damit, dass die halt quasi das, was sie sagen, was sie machen wollen, dann irgendwie teilweise gegenteilig machen. Zum Beispiel, die Piraten sind ja für Transparenz und Transparenz also verbinde ich zum Beispiel immer mit Ehrlichkeit, mit Offenheit und so alles. Und eben haben wir uns zum Beispiel mit der Bild so gesagt, ja, ach, die Bild, die macht immer so Schlagzeilen und so. Und jetzt kam zum Beispiel der Kommentar eben, ja, was ist denn, wenn wir jetzt jemanden anzeigen und wir bekommen da so, ja, kommen dann vielleicht auf Seite 1 oder so mit. Und ich hatte eigentlich mal die Frage, wie, ja, wie das jetzt im Endeffekt ist. Also wird das wirklich so offen gemacht, wird das ehrlich gemacht oder gibt es dann wirklich immer so Überlegen, ja, wie kommen wir jetzt in die Zeitung oder wie kommen wir jetzt, wie kriegen wir jetzt viele Klicks oder so, weil... Also ich glaube nicht, dass wir... Das kann ich stellen, das fällt unter die Rubrik Tue Gutes und rede darüber. Ne? Also die, wenn in den Kommunen eben Mist läuft, das haben wir in Bonn eben besonders viel auch gehabt in letzter Zeit, wir hatten auch schon überlegt, eben da einzelne Leute da rauszupicken oder eben auch die ganze Stadt zu verklagen. Und das muss dann auch kommuniziert werden, dass wir das tun. Nicht nur eben weil wir so toll sind und eben unbedingt in die Zeitung müssen, sondern eben, dass das eben von der Bevölkerung bemerkt wird, dass sich da eben was tut und dass das, was getan wurde, falsch war. Das ist nicht nur eben, die Anzeige ist kein Selbstzweck, um eben in die Presse zu kommen, das ist schon Teil der politischen Arbeit, aber man muss eben auch darüber sprechen und das ist
dann kriegen es am meisten Leute mit, wenn das in die Presse kommt. Also es ist tatsächlich die klar definierte Aufgabe von den Pressestellen ist keine Effekthascherei. Das ist das, was die CDU macht mit 300 Pressemitteilungen und sich zu dem Kleid von Frau Kraft äußern. Das brauchen wir nicht, das machen wir auch nicht. Wir legen tatsächlich mehr Wert auf Inhalte und Wahlkampf- oder Wahlprogrammorientierte Aussagen oder Positionsaussagen. Also von daher, glaube ich, sind wir da inhaltlich tatsächlich gut aufgestellt. Also ich bin ja mehr so der Aachener Randnachbarkreis und als Kreistagsmitglied sowieso in dem Flächenkreis sieht die gesamte Arbeit total anders aus wie in den Städten, weil bei uns alles viel langfristiger läuft. Gerade jede Kommune ist viel kurzzeitiger aufgestellt. Ein Kreis denkt in langen Schritten, hat ganz lange Abstände zwischen den Sitzungen. Sachen bauen sich viel langsamer auf, hat man es grundsätzlich schwieriger, überhaupt ein Thema in die Presse reinzubekommen. Weil bis das Thema entschieden wird, ist es nicht mehr tagesaktuell, taucht da gar nicht mehr auf. Aber wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, ist, wir müssen uns pressetechnisch mehr der Presse teilweise anpassen. Wie zum Beispiel bei uns ist die gleiche Zeitung wie in Aachen. Wenn ich jetzt das gleiche Thema spielen würde wie die Aachen und habe nur einen Nuanceunterschied in der Meinung, weil wir uns nicht abgesprochen haben, haut uns, glaube ich, eher die Presse das Ding um die Ohren, weil die gleiche Redaktion das gelesen haben wird. Und dann werden einfach unsere Unterschiede rausgespielt, anstatt unsere Meinung. Also müssen wir da vielleicht regionalere Presseteams bilden. Ist eher eine Sache von uns in den Regionen, miteinander mehr zu reden, damit wir da dann auch gemeinsam dran arbeiten. Also ich sag mal so auch zum Thema Warhol. Wenn das Leben ein Wunschkonzert wäre, für mich, würde ich sagen, erstens, alle Piraten benehmen sich. Zweitens, alle Piraten haben die gleiche Meinung. Und drittens, alle Pressestellen, egal ob Bund, Landesverband, Fraktionen, Kommunen, Ortsverbände, Kreisverbände, Gedöns, sprechen sich in ihrer Pressearbeit ab. Wenn wir die drei Punkte hätten, ich glaube, dann wäre alles supi. So, das ist nicht so, keiner dieser drei Punkte. Und von daher müssen wir halt eben gucken, was wir am besten davon umsetzen können und wie wir da hinkommen. Punkt 3, alle stimmen sich ab, sitzen wir ja heute jetzt hier und alle die gleiche Meinung haben. Ja, wäre schön, ist aber in dieser orangenen Welt, glaube ich, eher unrealistisch. Ja, ich wollte ganz kurz auf ein anderes Thema kommen. Wir reden immer über Presse, aber wir haben ja noch andere Medien. Und ein Medium für die Silberlocken-Generation ist ja das Fernsehen. Wir haben ja die These Themen statt Köpfe. Ich weiß nicht, ob das noch Maxime eures des Handelns ist, aber jede Partei hat ja so ihren Berufstalk-Teilnehmer. Also der Lindner und der Bosbach und der Henkel und wie sie alle heißen. Wenn Piratenthema irgendwo, also nur an, also irgendwie außer Ukraine, dann kommt immer die Marina Weißmann und die ist eigentlich schon gar nicht mehr so sehr tätig. So. Also ich denke, das ist auch in Richtung Packi gemeint, also man bräuchte schon noch eine Galionsfigur, nicht die führt und leitet und sagt, wo es lang geht, sondern die nach außen hin das verkörpert, was wir eigentlich. Nicht zu 100%, nicht vollkommen, aber irgendwie, dass man sagt, Piraten, das ist nicht der mit den Netzstrümpfen und der mit dem Papagei auf der Schulter, sondern das ist einer, der auch was zu sagen hat. Und den können wir uns jetzt nicht schnitzen und nicht klonen, aber irgendwie in die Richtung, da vermisse ich irgendwas. Nicht? Also, dass in öffentlichen Diskussionen Piraten nicht vorkommen. Also körperlich, Sicht, also nicht mit Gesicht. Also in der Tat, ich würde das sogar noch gerne ergänzen wollen, um den ketzerisch formulierten, aber längst nicht so gemeinten Halbsatz. Und diese Galionsfigur sollte bitte auch dann ein paar Monate im Amt sein. ohne Scherz. Also ich hatte neulich mal mit einer Fernsehredaktion eine dieser Talkshows auf ARD und ZDF abends Kontakt.
und hatte also die Werbetrommel für unseren Vorsitzenden gerührt, um den da runterzukriegen. Und die Antwort war, ja, aber wissen Sie, wir planen da langfristig. Ich weiß nicht, ob dann, wenn wir ausstrahlen, Ihr Chef noch Ihr Chef ist. Ja, das kann passieren. Das ist blöd, wenn eine Redaktion so denkt. Ich meine, in dem konkreten Fall konnte ich dafür sorgen, dass, also ich meine, Joachim ist ja jetzt auch schon seit 3 Jahren im Amt. Aber wenn so die Journalisten denken, dass die Piraten, die einmal gewählt wurden, nach 3 Monaten spätestens sie wieder hinschmeißen oder sich vor lauter Shitstorm nicht mehr retten können oder keinen Rückhalt aus der Basis haben oder ständig intern in der Kritik sind. Wenn das die Journalisten denken, werden genau diese Journalisten nicht kompetent, seriös über die Piraten als Partei berichten. Das ist das Problem. So, und wenn wir dann sagen, ja, aber wie schaffen wir es denn jetzt auf die Titelseite? Jo, nicht mit einer total goldgerenderten, tollen PM, sondern erstmal mit dem Image bei den Journalisten in den Köpfen, da müssen wir ansetzen. Da müssen wir als kompetenten Series rüberkommen. Und dazu gehört, dass wir uns erstmal selber selbstkritisch an die eigene Nase packen und einfach mal die Ämter, für die wir gewählt sind, ausführen. Und dass wir halt, ne, so. Und dass wir, bevor wir twittern, drüber nachdenken, was hat das für eine Auswirkung, wenn ich jetzt twittere, whatever passiert ist. Also da einfach mal selbstkritischer unterwegs sind. Und wenn das jeder tun würde, jeder in Aachen, Bonn, Köln und sonst wo und wir im Landtag und ihr im Vorstand, dann, glaube ich, sind wir schon einen großen Schritt weiter. In Island geht es ja auch. Also ich habe ja auch Kontakt zu Journalisten, bin ja letztendlich der Pressesprecher auch vom Landesverband, weil wir keinen haben. Die Leute, die wir haben könnten, kosten Geld. Ich koste kein Geld. Ich habe mir jetzt über die letzten 2 Jahre bei einigen Journalisten Vertrauen aufgebaut und frage die auch immer mal wieder so, was kann ich anders machen, wo können wir noch besser werden und so. Und die sagen halt, wie lange hast du denn noch? So. Das ist dann so die Gegenfrage, also wie lange kann ich denn damit noch rechnen, dass du mein Ansprechpartner im Landesverband bist? Und dann sage ich denen halt, du, bei uns ist das jährlich eine Probe, so, ne? Wir werden sehen. Wie lange ich das noch mache, kann ich auch beruflich jetzt nicht abschätzen. Ich kann jetzt nicht sagen, irgendwie im August oder September oder wann, wenn der nächste LPT ist, dass mein Arbeitgeber sagt, mach mal weiter, passt schon, deine Arbeit stimmt und so. Von daher, was Ingo sagt, ist richtig und was ich noch ergänzen wollte, ist, wenn ihr Journalisten habt, zu denen ihr einen guten Kontakt habt, anstatt jetzt alle Presseblätter oder alle Pressemedien zu bedienen, sorgt lieber dafür, dass ihr das Vertrauen, was ihr bei dem Journalisten habt, weiter ausbaut. Und halt nach und nach auch mal andere Themen reinbringt oder mal Vorschläge macht. Seid ruhig auch selbstkritisch und diskutiert mit dem politisch. Fragt die Stimmung ab. Fragt auch mal ab, wie die mit anderen Parteien umgehen, wie da die Meinung über uns ist und redet vor allem, was noch viel wichtiger ist, auch in der Pressearbeit, guckt, was der politische Gegner macht. Weil wenn ihr dem einen Schritt voraus seid, dann könnt ihr meistens beim Journalisten schon für eine Neugier sorgen, indem ihr dem nämlich sagt, ich kann mir schon denken, die CDU wird jetzt genau bei dem und dem Antrag von der SPD das Gegenteil fordern. Ich kann Ihnen aber jetzt schon ankündigen, ich werde da irgendwie das hacken und das Gleiche fordern, aber eben mit einem bestimmten Schwenk auf irgendwas. Ja? Also man kann da durchaus auch so ein bisschen Bälle spielen mit den Journalisten oder was auch gut funktioniert, ich weiß nicht, ob du das machst, einzelne Journalisten auswählen, denen bestimmte Infos schon mal vorher geben, aber sagen, bitte noch bei sich behalten. Das teasert die so ein bisschen an, dass sie das Gefühl haben, oh, ich werde jetzt hier besonders behandelt, ich kriege einen besonderen Vertrauensvorschuss. Damit kann man halt auch Vertrauen und auch einen gegenseitigen Respekt aufbauen. Aber das funktioniert halt nicht bei allen. Also ich habe jetzt letztens auch mit einem Journalisten von der Rheinischen Post Kontakt gehabt, über mehrere Gespräche und habe versucht, da was zu platzieren. Und 2 Tage bevor das eigentlich online gehen sollte, kam dann ein Bericht über irgendeine andere Sache, wo dann drin stand, von den Piraten ist ja schon seit längerem nichts mehr gehört worden. So, ne? Also das ist denen egal. Ja? Die bespielen auch irgendwie so die Allgemeinmeinung und die bespielen auch so dieses Allgemeinimage von den Piraten, dass wir
dem Untergang geweiht sind, dass wir den Bach runtergehen, dass die wichtigsten Köpfe uns verlassen und so weiter. Einfach ignorieren und bloß nicht draufhauen, bloß nicht auf Journalisten draufhauen. Ja, das Schlimmste, was euch passieren kann in der Pressearbeit, sind Journalisten, die in irgendeiner Form das Gefühl haben, sie sind beleidigt worden, sie sind angegriffen worden. Nein, es ist keine Systempresse und nein, wir werden da auch nicht von irgendwelchen SPD- oder CDU-Journalisten fertig gemacht, sondern das sind einfach Leute, die seit Jahren nichts anderes machen und die auch vom politischen Gegenspieler oder ich sag mal von den politischen Parteien auch bespielt werden. Das sind Menschen, die miteinander arbeiten. Ja? Das heißt, wir stören da gewisses Gefüge und wir sind ein kleines Bällchen irgendwo am Rad. Also ein kleiner Verein, der irgendwie was will. Wir müssen uns da noch die Hörner abstoßen. Wir müssen gucken, dass wir kluge Politik machen, kluge Forderungen stellen und so ein bisschen Fingerspitzengefühl dafür finden, in die richtigen Sachen reinzugrätschen. Das ist so meine Erfahrung aus der Presse. Ja, das ist praktisch eine konkrete Frage zu der Praxis. Weil ich suche hier seit 20 Minuten den Fraktionskalender, wann was ist und wo ich mich in die PM-Listen eintragen kann. Das hätte ich jetzt gedacht, dass wir uns da eben in die Listen eintragen, dass wir die PMs. Eine kurze Anmeldung nur zu dem, was Paki gesagt hat. Ich habe ganz oft den Eindruck, dass die Journalisten auch ziemlich angesickt sind, dass wir mit denen nicht unter zwei oder drei reden. Dass quasi alles, was im nicht öffentlichen Teil behandelt wird, steht am nächsten Tag in der Presse. Nur die bekommen es halt nicht von uns Piraten, blöderweise. Von uns erwarten die das am meisten, dass wir sofort anrufen und sagen, habt ihr schon gewusst, aber natürlich nicht von uns. Und weil wir das blöderweise eben nicht machen, weil wir halt neu sind und erstmal alles kennenlernen müssen, habe ich das Gefühl, dass die da schon sehr verärgert sind, dass ausgerechnet wir die nicht so bedienen, wie sie es gerne hätten. Das kann nach hinten losgehen. Und dann heißt das nachher, Piraten quatschen und dann bist du dran. Genau. Je nachdem, welchen Journalisten du da erwischst. Also genau. Das würde ich auf keinen Fall machen. Na, lieber schweigen, was nicht öffentlich ist, ist nicht öffentlich. Und man kann auch die Anträge, die man stellt, so formulieren, dass die auch veröffentlicht werden können vorher, ohne, weil der Bürgermeister entscheidet ja, wo wird der Antrag behandelt. Aber man muss halt aufpassen, dass das, was nicht öffentlich ist, auch nicht öffentlich bleibt. Ansonsten stehen wir alle mit einem Bein im Knast als Ratsherrn. Deswegen werden wir das auf keinen Fall sowas machen. Ja, selber haben wir auch. Gut. Da die Zeit leider schon sehr stark fortgeschritten ist, ich hatte trotzdem noch eine Folie vorbereitet, die ich euch ganz kurz noch anheimgeben will, einfach nur als Gedankenstütze oder als Idee. Es gibt auf Bundesebene eine sehr geniale Retweet-Funktion, wie ich finde, über piratenpartei.de quasi, bei Twitter. Da haben wir die Möglichkeit, unsere Tweets, die wir über 20 Piraten abgesetzt haben, automatisch retweeten zu lassen durch eine gewisse Produktion, Programmierung, sodass dann halt eben automatisch die zigtausende Follower über Piratenpartei das halt eben auch mitbekommen. Da könnte man drüber nachdenken, ob man das vielleicht hier in den Kreisen untereinander, ihr untereinander oder halt eben mit der Fraktion auch entsprechend einrichtet, sodass man da das Schneeballsystem bei Twitter halt eben nochmal, kann ich mal ganz kurz eure Aufmerksamkeit haben da hinten, dass man da halt eben drüber nachdenkt, ob man das machen will oder nicht. Also das wollte ich nur kurz gesagt haben, wie gesagt, das gibt es, finde ich klasse, auch im Alltag, ist relativ schnell und einfach umzusetzen. Dann gibt es eine URL, piratenfraktionen.de. Die wurde damals letztes Jahr oder vor zwei Jahren mal ins Leben gerufen, um eine Plattform von allen vier Landtagsfraktionen, Saarland, Schleswig-Holstein, Berlin, Nordrhein-Westfalen, zu bespielen. Das haben wir vor zwei Jahren gemacht und seitdem sträflichst vernachlässigt. Deswegen wird jetzt diese URL wieder verkauft. Vielleicht wäre das eine Idee für euch, die zu übernehmen. Ansonsten geht sie zurück in den Pool aller URL-Babys.
Vielleicht wäre das eine Plattform, wo ihr sagt, jawohl, wir wollen eine gemeinschaftliche URL haben, wo wir uns präsentieren können, wo wir eine Landkarte haben wollen, wo wir alle Rathausvertretungen symbolisch darstellen, wie auch immer. Hier sind die Piraten im Rathaus. Könnte ich mir vorstellen, wollte ich euch einfach nur wissen lassen, dass diese URL existiert, aber jetzt zum Juli, glaube ich, verkauft wird. Ach so, aufgegeben wird. Aufgegeben wird, naja. Der Vertrag wird nicht verlängert. So. Und Austausch wöchentlicher Themen, wenn ihr eine Mailingliste habt und auch Interesse an unserem Bericht der Fraktion, kann ich euch nur anbieten, sagt es mir, dann schicke ich es auch dahin. Wenn ihr irgendwelche Berichte habt oder Planungen, lasst es mich wissen. Vielleicht kann man dann ja auf die Art und Weise zusammenarbeiten. Man könnte auch gemeinsame Pressekonferenzen machen, jetzt einfach nur als Gedankenspiel. Sprich, wenn ihr ein Thema habt, was euch lokal, sei es OGS oder was anderes zum Beispiel, beschäftigt, könntet ihr gerne bei uns, bei mir anrufen. Und dann gucken wir mal, dass wir vielleicht den zuständigen MDL euch dann an die Hand geben und dann schicken wir halt Moni Pieper, wenn es um OGS geht, zu euch und dann kann man da gemeinschaftlich auftreten und vielleicht dadurch ein bisschen kompetenter wirken, weiß ich nicht. Einfach nur als Idee, dass ihr es mal gehört habt, wenn es passt. Und damit wäre ich im Prinzip auch schon durch. Vielen Dank.